Schon mal. So, ich begrüße schon mal alle, weil ich habe gerade festgestellt, dass das Folien weiterschalten noch nicht oder wieder nicht funktioniert. Ich hoffe, es liegt nicht daran, dass ich das Bindi-Teil eben desinfiziert habe, wie es sich gehört. Und herzlich willkommen allen zum Sarkom-Symposium diesen Sommers, also von 2020 hier in Göttingen. Aus der Sternwarte sind wir gewandert. Vielen Dank, Dankeschön. Aus der Sternwarte sind wir gewandert, ein Medienhörsaal hier. Medienhörsaal heißt, dass wir alle Technik zur Verfügung haben, aber leider keine Zuschauer an sich, weil wir das als Webinar machen wollten, weil unklar war, ist, wie wir in Corona-Zeiten das gestalten können. Ehrlicherweise haben wir mit den Teilnehmern, die ich jetzt auf der Liste sehe, eigentlich das erreicht, was wir letztes Jahr als Präsenzveranstaltung hatten. Es freut mich sehr. Herzlich willkommen. Ich darf kurz ein paar einleitende Worte sagen zum Sarkom-Symposium. Ich fange kurz mit dem Programm an. Ich werde ein paar begrüßende Worte sagen, dann etwas zur intensivierten Therapie zum Extremitätenerhalt, die Möglichkeiten innovativer Amputationsmedizin. Ich darf hier ganz besonders begrüßen Herrn Popov, der als Paralympics-Sieger und erkrankter Patient oder jetzt eigentlich gar nicht mehr Patient, sondern eigentlich fast schon Kollege hier und mit uns sprechen wird über die Rehabilitation von Patienten, die amputiert wurden. Und dann noch Herr Gründel, der uns auch zugeschaltet wird, letztlich zur psychoonkologischen Betreuung. Ich darf ganz kurz was sagen zum letzten Jahr. Ich freue mich über die Gründung der Sarkom-Stiftung, insbesondere für Patienten in kritischen Situationen, eine ganz große Unterstützung. Und alle sind eingeladen, über sarkome.de auf der Website sich dort zu informieren oder auch mitzumachen, schlichtweg. Das Zweite, worüber wir uns sehr freuen, ist die Implementierung der Leitlinie diesen Herbst noch. In den letzten 2 Jahren viel und lange daran gearbeitet. Sicherlich eine ganz, ganz wertvolle Initiative der Zentren und der gemeinsamen Arbeit, sodass wir gemeinsam fortführen können. Und wir freuen uns natürlich lokal, dass wir hier in Göttingen zertifiziert worden sind, Ende letzten Jahres erstmals als Schwerpunkt im onkologischen Zentrum, was wir fortführen, um dann im nächsten Jahr die Modulzertifizierung beantragen zu können. Teil dessen, was wir machen hier in Göttingen und jedem anderen Zentrum ist auch, ist, unsere Patienten gemeinsam zu diskutieren und interdisziplinär zu einer Therapie zu kommen. Und das ist eben das Wichtigste, um schlichtweg das Ergebnis für unsere Patienten zu verbessern. Und in diesem Fall ganz klar vor allen Dingen bei den Patienten, die lokal fortgeschrittene Tumoren haben. Da ist die erste Therapie sicherlich mit die wichtigste. Und bei welchen der letzten 200 Tumorabortmeldungen grob geschätzt haben wir Amputation diskutiert? Bei einem jungen Patienten, Student hier in Göttingen mit einem Ewing-Sarkom der Tibia. Bei einem Patienten über 70 Jahre mit einem Myxofibrosarkom-Rezidiv am Unterarm, hier Compartment überschreitend, hier das Handgelenk, der Ellbogen. Bei einem Patienten mit 42 Jahren mit einem Synovialsarkom der Fußsohle, wo wir diskutiert haben, ob der Fuß amputiert wird oder hier eine Lappenplastik durchgeführt wird, welches multimodale Konzept spielt dort eine Rolle. Oder beim Patienten mit einem Synovialsarkom Rezidiv am Oberschenkel, hier ebenfalls compartmentüberschreitend. Die Therapieoptionen sind natürlich die klassischen Therapien, die abgewogen werden müssen, miteinander und gegeneinander, die Chemotherapie, Bestrahlung, Perfusion, die Resektion, Amputation, all diese Dinge wollen wir heute hier diskutieren mit Ihnen. Wir wollen darüber sprechen, welche Chancen unsere Amputationskandidaten oder Patienten mit lokal fortgeschrittenen Sarkomen haben. Und dazu habe ich Ihnen Ergebnisse von 2 Serien mitgebracht. Einmal aus dem Londoner Royal Marsden Hospital, in dem ich selber auch mal gearbeitet habe, und aus Boston. Und das mal sind zwar wenige Patienten, aber tatsächlich solche, die amputiert worden sind. Muss man sehen, in den Serien, die die Kollegen sonst präsentieren, sind das 5 bis 10% aller Tumoroperationen an den Extremitäten oder aller Tumorpatienten. So genau aufgeschlüsselt ist es meist nicht. Es sind durchaus einige Patienten bei Primärtumor, bei einem Lokalrezidiv, bei Sarkom der distalen Extremität, aber auch bei metastasierter Erkrankung zur Palliation. Und das Zweite, was sich zeigt, ist, weswegen werden diese Amputationen dort durchgeführt? Bei multifokalen Tumoren, compartmentüberschreitendem Wachstum, Infiltration von Knochen, Gefäßen oder Nerven, also alles lokale Faktoren, die den Tumor selbst angehen, aber auch bei Komplikationen wie Infiltration der Haut mit Exulzerationen, pathologischen Frakturen, aber, und das eine iatrogene Ursache bei ungeplanten Voroperationen, die dann letztendlich ein extremitätenerhaltendes Vorgehen nicht mehr
möglich machen. Ein deutlicher Anteil der Patienten leidet unter erheblichen Schmerzen. Und was wir betrachten müssen, ist natürlich, welche Ergebnisse erzielen wir nicht nur an der Extremität, sondern vor allem auch onkologisch, die Lokalrezidive, die Metastasierungsrate, das Gesamtüberleben, aber dann auch, welche Lebensqualität erreicht man hier an einem Beispiel aus der Londoner Arbeitsgruppe für Patienten mit proximaler Exartikulation, also den Verlust der kompletten Extremität. Und wenn das die Hüftgelenksexartikulation ist, merkt man oder sieht man, dass hier durchaus sehr viele Patienten bettlägerig sind oder auf den Rollstuhl angewiesen sind und dass Schmerz sicherlich einer der Faktoren ist, die eine größere Rolle spielen. Aus Deutschland werden wir sicherlich aus der PROSA-Studie, dies nur am Rand bemerkt, sehr, sehr viele Daten haben. Die Auswertung ist gerade im Gange und die Veröffentlichung ist vorbereitet. Der Herr Eichler aus Dresden hat mir diese Folie freundlicherweise zur Verfügung gestellt daraus. Meine Damen und Herren, ich darf Sie einladen, jetzt weiterhin online zu bleiben in diesem Webinar zur intensivierten Therapie, zu Möglichkeiten innovativer Amputationsmedizin und zur psychoonkologischen Betreuung von Patienten mit lokal fortgeschrittenen Sarkomen. Ich darf Sie darauf hinweisen, für die Ärzte unter den Teilnehmern, dass Sie, wenn Sie sich melden bei uns unter chirurgie.event mit der EFN-Nummer, Namen und E-Mail-Adresse, dass wir Ihnen das Zertifikat für die Teilnahme in den 2 Fortbildungspunkten zusenden werden. Und weiterhin darf ich Sie darauf hinweisen, dass wir im Laufe des Jahres, unter anderem im Herbst mit dem Gästesymposium, noch weitere Webinare haben. Dazu mehr zum Schluss. Vielen Dank. Ich darf dann als erster Redner aus dem Programm herbitten, den Herrn Schuschis aus der medizinischen Onkologie und Hämatologie, denjenigen Kollegen, der hier die meisten Sarkompatienten mit systemischen Therapien betreut in der onkologischen Ambulanz auf der ECOG. Herr Christoph, hallo. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Machen das mit Sicherheitsabstand. Ich darf den Mundschutz einmal ablegen. Ich möchte über die Chemotherapie sprechen. Zuallererst stellt sich natürlich die Frage, welche Patienten profitieren von einer Chemotherapie? Und das sind meistens, genau, den Mundschutz einmal, das sind vor. Jetzt haben wir nochmal das Problem der Folie. Dann machen wir es mit der Maus, kein Problem. Sobald Sie einmal hier unten drauf geklickt haben, können Sie. Sobald es einmal geht, geht es dann. Ich möchte nochmal einführen, welche Patienten oder wer profitiert überhaupt von einer Chemotherapie? Und das sind solche Patienten, bei denen eine High-Risk-Situation, ein High-Risk-Sarkom vorliegt, nämlich solche, die nach dem Grading, nach FNCLCC, ein Grading 2 bis 3 haben, die tief gelegen sind und die eine Größe von größer 5 Zentimetern aufweisen. Im Overall Survival ist das hier schön dargestellt, dass im Endeffekt ein Grad 1-Sarkom sich komplett anders darstellt als ein Grad 3-Sarkom. Chemotherapie ist groß diskutiert. Bringt das überhaupt etwas? Hat das einen Effekt? Und hier habe ich einmal einen Forest Plot dargestellt, 2008 im Rahmen einer Meta-Analyse publiziert, wo es im Endeffekt über eine Rezidiv der Erkrankung geht. Profitieren Patienten von einer Chemotherapie, ja oder nein? Und man sieht im Endeffekt, dass in der Kontrolle einer anthrazyklinhaltigen Therapie im Vergleich mit Anthrazyklin plus Ifosfamid doch die Tendenz deutlich zu einer intensivierteren Therapie neigt. Die Ergebnisse sind natürlich etwas marginal, wenn man das so sagen darf, weil natürlich verschiedene Entitäten, verschiedene Therapieregime, verschiedene Lokalisationen, aber auch natürlich verschiedene Patientenkollektive insgesamt verglichen werden. Wenn man jetzt sagt, okay, wir haben das Doxorubicin, das ist ja ein Klassiker, wir haben das Doxorubicin plus Ifosfamid als intensivierte Chemotherapie, gibt es vielleicht was Besseres? Gibt es vielleicht eher eine spezifiziertere Therapie? Wenn man weiß, Synovialsarkome sprechen viel besser auf Ifosfamid an, reicht es da, dass man das hochdosiert gibt und vielleicht das Anthrazyklin weglässt? Für andere Entitäten wird das ebenfalls geschaut. Schaut man sich die Kurven an, war die Überraschung groß, dass man sieht, nein, ein Anthrazyklin plus Ifosfamid, der Standard, ist der zugeschnittenen Therapie für die jegliche Entität doch deutlich überlegen. Welche Patienten profitieren jetzt nun von einer Therapie? Da gibt es ein relativ smartes Device, das ist der Sarkulator, den möchte ich jedem empfehlen. Das kann man sich kostenlos im Endeffekt runterladen auf sein Smartphone. Was dem zugrunde liegt, ist gar nicht technisch, sondern da sind Normogramme im Endeffekt entwickelt worden,
Die haben verschiedene Dinge, die man da im Endeffekt berücksichtigt. Zum einen wie immer das Alter, dann natürlich die Tumorgröße, das Grading des Tumors, wie ich es eben gezeigt habe, aber auch die Histologie. Einige Tumore sprechen besser, einige weniger gut auf Chemotherapie an. Im Gesamtpunktescore im Endeffekt die Abschätzung des 5- und 10-Jahres-Überlebens. Und wenn man den Sarkulator anwendet, hier ist das geschehen auf Patienten, die 2012 im Endeffekt schon einmal publiziert worden sind in einer großen Studie, wo es keinen Effekt der Chemotherapie gab, zeigte sich doch ein ganz anderes Ergebnis. Wenn man diese Kollektive im Hinblick aufs Overall Survival differenziert mit dem Sarkulator. Die Kurven zeigen Folgendes. Ist das 10-Jahres-Überleben kleiner als 50%? Das sind die hier rot gestellten Patienten. Gibt es einen Effekt der Chemotherapie? Die gestrichelte Linie zeigt im Endeffekt Patienten, die eine Chemotherapie erhalten haben. Die rot durchgezogene Linie, diejenigen, die keine Chemotherapie erhalten haben. Die blaue Linie zeigt Patienten, die im 10-Jahres-Überleben hochgerechnet über 50% liegen und die profitieren von einer Chemotherapie nicht. Die Frage, die sich aber uns heute ja stellt, ist, wir haben im Endeffekt als Thema die amputationsgefährdete Extremität. Wir brauchen einen lokalen Effekt der Chemotherapie. Und da habe ich auch aus den letzten Dekaden Studien zusammengesucht, die hier einmal dargestellt werden. Das sind große, randomisierte, kontrollierte Studien, die sich verschiedenen Fragestellungen im Endeffekt genähert haben. Was allen gleichsam ist, ist auch wieder eine anthrazyklinbasierte Therapie mit einem zusätzlichen Chemotherapeutikum. Und hier sieht man doch, dass die Ansprechraten bis zu 30% liegen. Und das ist ja genau das, was man im Endeffekt benötigt. Hat man eine Sarkomerkrankung, hat eine Extremität, ist es nicht operabel, möchte man natürlich ein Ansprechen haben, um eine R0-Resektion gewährleisten zu können. Auch in dieser Studie zeigt sich nochmal rot eingekreist ein Therapieansprechen lokal. Das ist im Endeffekt eine Studie, wo radiologisch nach Rezis-Kriterien geguckt wurde. Wie ist das Ansprechen? Und hier sind wir teilweise bei Liposarkomen bei bis zu 50% Ansprechrate. Um das jetzt gesagt, einmal so ein bisschen zu konkretisieren, habe ich zwei Fallbeispiele mitgebracht. Das eine, das ist der Herr H. Herr H. ist 38 Jahre jung. Das ist ganz wesentlich, weil das Alter ja ein Einflussfaktor ist. Der ist an Neurofibromatose erkrankt und hat, wie einige Patienten der Erkrankung Neurofibromatose, an malignen peripheren Nervenscheidentumor erkrankt und stellt sich halt dementsprechend vor. In der linken Wade gelegen, tief und groß, G3, also ein High-Risk-Sarkom. Initial nicht operabel und im Staging keine Fernmetastasen, sodass wir im Tumorboard beschlossen haben, der kriegt eine intensivierte Chemotherapie nach AIG. Wie sieht das aus? Das ist im Endeffekt als Doxorubicin. Am ersten Tag 75 Milligramm pro Quadratmeter, hochdosiertes I-Phosphat mit über 4 Tage insgesamt 6 Gramm. Mit Unterhilfenahme von GCSF, weil diese Therapie natürlich eine Knochenmarkdepression macht, um das NADI zu verkürzen, um wesentliche Infekte zu vermeiden mit dem Hormon. Das muss stationär laufen, weil viel Flüssigkeit gegeben wird. Die Aufenthalte sind kurz, circa 4 Tage. Und dieser Patient hat das sehr gut getragen. Nach 2 Zyklen haben wir uns natürlich gefragt, ja, hat das jetzt was gebracht? Ist das ein Patient, der tatsächlich davon profitiert? Subjektiv ja, Gott sei Dank auch bildgebend. Hier sind nochmal die Bilder dargestellt. Es ist metrisch schwer zu fassen, nach radiologischer Betrachtung jedoch so, dass ein Ansprechen vorliegt aufgrund der Darstellung des Tumors. Der Patient konnte 2 weitere Zyklen bekommen nach einem Ansprechen und letzten Endes, die Bilder sind von Herrn Fellmerer zur Verfügung gestellt worden, auch Compartment resiziert werden. Hier muss eine Suralis-Plastik erfolgen und nach abgeschlossener Operation nach 4 Zyklen hochdosierter Chemotherapie erfolgte eine Radiotherapie, da wird Herr Rieke noch was zu sagen, adjuvant. Bei dem Patienten kam es zu Wundheilungsstörungen, die haben wir in Kauf genommen, die Extremität ist im Endeffekt erhalten und der Patient ist kurativ behandelt. Der weitere Fall, den ich mitgebracht habe, das ist Herr F., ist auch ebenfalls ein junger Patient mit einer guten Fitness, mit einem monophasischen Synovialsarkom. Da wissen wir, dass diese Sarkome ein hohes Metastasierungsrisiko haben, einen G2-Tumor. Der kam zu uns bei initial sehr großem Tumor, allerdings nach R2-Resektion. Der war außer Haus operiert worden unter dem Verdacht eines Ganglions. Es hat sich dann leider dargestellt, es ist doch ein aggressiver Tumor, ein Sarkom, ein Synovialsarkom, sodass wir gesagt haben, okay, auch den möchten wir natürlich kurativ behandeln und haben leider dann im Staging gesehen, dass sich ein Lungenrundherd gezeigt hat. Im schlimmsten Falle einer oligometastatischen
Situation haben wir gesagt, okay, trotzdem möchten wir das Neoadjuvant angehen und kurativ und haben nach CVS Guidance im Endeffekt ein Protokoll für Kinder bzw. junge Erwachsene gesucht, noch aggressiver, mit hochdosiertem Ifosfamid, ebenfalls 6 Gramm, allerdings auf 2 Tage, mit 80 Milligramm Doxorubicin über 2 Tage verteilt und zusätzlich Vincristin. Dieser Patient hat 3 Zyklen davon bekommen, hat das mäßig toleriert, trotz supportiver Therapie, hatte viel Brechreiz, das haben wir in Kauf genommen. Wir hatten das im Endeffekt dann auch gut eingestellt. Im Zwischenstaging dann ein deutliches Ansprechen der initial doch großen Formation. Im Staging auch mit Frage nach Metastasierung in der Lunge zeigte sich das eher als Granulom, sodass wir eine lokalisierte Erkrankung hatten. Bei gutem Ansprechen konnte dieser Patient dann resiziert werden. Also eine große, im Endeffekt nach R2-Resektion folgende Nachresektion mit Dekompression des Nervus medianus. Die Gefäße konnten erhalten werden, die Nerven konnten erhalten werden. Mit Schwenklappenplastik kam es leider auch bei dem Patienten zu einer leichten Wundheilungsstörung, hat 3 weitere Zyklen der Therapie bekommen und ist ebenfalls mit erhaltener Extremität tumorfrei. Das heißt, eine intensivierte neoadjuvante Systemtherapie ist im Endeffekt der Standard für Patienten, die eine fortgeschrittene, lokalisierte Erkrankung haben und es darum geht, kann die Extremität erhalten bleiben oder nicht, mit dem Ziel des Downstaging des Tumors, mit dem Ziel einer R0-Resektion, weil die R0-Resektion sowohl für das lokale Rezidiv als auch für das Overall Survival ganz wesentlich ist. Es geht um die Elimination möglicher Mikrometastasen, die bildmorphologisch nicht zu fassen sind. Und der Standard ist Anthracyclin plus Ifosfamid. Im neoadjuvantem Setting ist natürlich die Belastbarkeit eines jungen Patienten größer als nach bereits stattgehabter Therapie, sodass wir das neoadjuvante Konzept hier auch favorisieren. Und präoperativ gegebene Chemotherapie führt nach hinten raus, guckt man sich das gesamte Behandlungskonzept an, zu weniger Wundheilungsstörung. Und damit möchte ich schließen. Sind Fragen im Chat angekommen? Hallo erstmal. So, Fragen im Chat sehe ich noch nicht. Vielleicht noch mal eine Sache zum Verdeutlichen. Ich gucke da gleichzeitig drauf, ob hier im Chat was kommt, mit auf dem anderen Bildschirm. Christoph, wann machen wir das erste Restaging? Das kommt auf das Konzept an. Wir machen das meistens je nach, also wie wir es hier gesehen haben, geben wir das AIG. Hochdosiert machen wir das nach 2 Zyklen, um halt auch nicht zu verpassen, dass wir eine Therapie geben, die vielleicht gar nicht greift und der Tumor im Endeffekt größer wird, sodass wir dann eine Zweitlinientherapie frühestmöglich geben können mit halt dem gleichen Ansatz oder halt doch eine Operation durchzuführen, vielleicht unter anderen Kautelen als Endeffekt oder vorher gewünscht. Okay. Eine andere Frage ist sozusagen, du hast gesagt, zentraler Venenzugang. Ihr macht die Kombinationstherapie rein praktisch mal gesehen, ohne Port oder mit Port immer? Das sowohl als auch. Das kommt natürlich auf den Venenzugang an. Beim zweiten bin ich nicht ganz, im zweiten Kasus war das ganz eindrücklich, bin ich gar nicht drauf eingegangen. Da hatte ich einmal das gesamte Konzept aufgeschrieben und hier sieht man doch, dass der Patient dann an den Ifosfamid-Tagen eine Flüssigkeitsbelastung hat, die teilweise an die 7 Liter reicht. Selbstverständlich geht das nicht über einen peripheren Zugang. Da werden dem Patienten dann zentralvenöse Zugänge gelegt und ein Port ist natürlich ein guter möglicher Zugang. Okay. Und letzte Frage nochmal, welche, noch ganz konkret, diese beiden Patienten, welche Risiken sind die eigentlich konkret eingegangen? Also an Therapie, nicht nur Die vielleicht auch Risiken, die bei einer Akutlinien. hochdosierten Therapie bestehen, sind natürlich immer die Gefahr des Infektes, wie ich eben schon sagte, auch unter Zuhilfenahme des G-CSFs kommt es zu langen oder mehr oder weniger hoffentlich nicht, aber anhaltenden Neutropenien, in der die Patienten natürlich infektgefährdet sind. Das ist das eine. Wir müssen vorher, das ist gar nicht erwähnt, natürlich wissen, dass die Organfunktion ist. Vor einer solchen Therapie gucken wir immer, ist das Herz aktiv? Anthracycline greifen das Herz an. Ist die Nierenfunktion gut? Ganz wesentlich bei Ifosfamid. Unter Therapie können verschiedenste Dinge auftreten, die wir natürlich dann im stationären Setting als gut auch wieder einfangen können. Ich sehe jetzt keine anderen Fragen. Ich glaube, du kannst. Dann switchen wir einmal. Also, ja, eine Frage aus Halle. Kann der Einsatz anderer, in Anführungsstrichen, mehr zielgerichteter Substanzen zur neoadjuvanten Therapie sinnvoll sein?
So wie ich das ja auch gezeigt habe, wir haben ja bei dem zweiten Kasus schon mehr als zwei Substanzen. Da haben wir ja beispielsweise das I-Phosphon mit und das ja, Anthracyclin plus Vincristin. Das haben wir gemacht, weil wir dachten, das ist sinnvoll. Und das kann ich nur bejahen. Ja, da muss man natürlich immer ganz genau aufrollen, auch im Tumorboard. Gibt es einen Grund, von dem Standard abzuweichen? Und wenn das in Diskussion der Fall ist, dann würden wir das tun. Also ich glaube, das einzige Beispiel, was mir nur einfällt, erstmal primär, wären zum Beispiel Myxoid-Liposarkome, wo man sagt, man könnte Trabektedin geben, wo wir einen Ansprecher erwarten. Wenn das in die Richtung geht, würde man sowas wie Parsaclisib erwägen. Als so Tyrosinkinase-Inhibitor etc. sind wir, glaube ich, eher zurückhaltend, wenn ich die Tumorboard-Entscheidung richtig sehe, oder? Genau. Ja. Okay. Also vom Standard abzuweichen ist immer möglich, wenn man sieht, dass es nicht funktioniert, nicht? Und wenn es natürlich gute Daten dafür gibt, dass wir es tun sollten, sind wir natürlich auch an einer Stelle, wo wir es gerne sofort umsetzen. Vielen Dank. Ja? Ich sehe jetzt keine. Ich sehe hier auch keine Frage. Vielleicht. Der will die live stellen. Da müsste man mal hier unser. Können Sie die reinschalten, die Frage? Genau, wir arbeiten dran, die Frage auch dann zu beantworten. Vielleicht können Sie die schon mal schreiben, solange dann. Uns wäre es lieber, die Fragen kommen prinzipiell im Chat. Ich glaube, es klappt einfach besser. Sonst, es wäre total lieb, wenn man die Frage später im Chat stellt. Wir werden die gleich nochmal nach dem nächsten Vortrag beantworten. Sonst Genau. kannst du einfach den. Genau, dann würde ich jetzt einmal halt einleiten. Und zwar würden wir gerne weitermachen mit der Radioonkologie. Dazu ist Herr Professor Rieken da. Herr Rieken ist bei uns in der Klinik Direktor der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie. Und da würde ich gerne einmal übergeben. Ja, guten Abend, liebe Zuhörer, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch liebe Angehörige und Patienten. Ich freue mich, dass ich heute berichten darf über den Beitrag der Strahlentherapie zum Organerhalt bei Diagnose von Extremitätensarkomen. Stefan Rieken ist mein Name. Ich bin im vergangenen Herbst nach fast 20 Jahren an der Uniklinik in Heidelberg zu Ihnen gekommen, hier nach Göttingen, und möchte, nachdem ich hier meine Interessenskonflikte offengelegt habe, gerne zeigen, worüber ich heute sprechen will. Ganz prinzipiell über die wenigen Leitlinien, die wir bis jetzt in Deutschland haben. Wir haben gerade schon von Herrn Jacobs gehört, dass wir eine S3-Leitlinie noch im Herbst dieses Jahres erwarten. Und bis dahin müssen wir oft zurückgreifen auf amerikanische Empfehlungen. Und ich möchte Ihnen dann nachgehend vier Szenarien der aktuellen strahlentherapeutischen Versorgung im Kontext von Extremitätensarkomen und Extremitätenerhalt berichten. Es gibt vergleichsweise wenig standardisierte, konsentierte Empfehlungen, wann eine Strahlentherapie sinnvoll durchgeführt werden muss bei Diagnose von Sarkomen. Das liegt sicherlich an der Vielzahl der Sarkome, mit denen wir es zu tun haben. Und die meisten dieser Histologien begegnen uns auch potenziell bei Extremitätensarkomen. Ich glaube, es gibt einen weiten Konsens, dass Niedrigrisikokonstellationen, also niedriggradige G1-Tumore, nur in Ausnahmefällen nachbestrahlt werden müssen. Zum Beispiel, wenn eine Resektion wirklich nicht sinnvoll möglich ist. Die meisten Patienten, die wir sehen, sind solche mit höhergradigen Sarkomen, bei denen entweder nach der Resektion ein Rest vorliegt, der nicht entfernt werden kann, oder das Sarkom vielleicht gar nicht komplett oder überhaupt nicht erst operiert werden kann. Die amerikanischen Leitlinien äußern sich sehr viel diffiziler zum Vorgehen. Wenn wir uns da die Entscheidungspfade anschauen, welcher Patient profitiert von einer Bestrahlung, dann sehen wir hier eine sehr differenzierte Unterteilung nach denen, bei denen durch die Operation ein funktionell akzeptables Ergebnis zu erwarten ist im Vergleich zu jenen oder in Abgrenzung zu jenen, bei denen das nicht der Fall ist. Wir wissen, dass im Stadium 2, 3 bei Patienten, bei denen die Funktion durch die Operation erhalten werden kann, durchaus ein Stellenwert für die Radiotherapie besteht. Jetzt muss ich mal gerade hier weiterklicken. Und Sie sehen, dieser Stellenwert, der wird entweder vor oder nach der nach der Operation gesehen. Da gibt es keine klare Entscheidung. Beide Empfehlungen sind Empfehlungen der Kategorie
1 im Stadium 3, das sind dann die größeren Tumore, mehr als 5 cm. In dieser Konstellation lesen wir ebenfalls, dass die Strahlentherapie sowohl prä- als auch postoperativ durchgeführt werden kann, dann aber jeweils mit einer Chemotherapie zu kombinieren ist. Wie ist es jetzt bei den Patienten, bei denen eine Resektion nur mit erschwertem oder nicht erhaltener Funktionalität der Extremität möglich ist? Bei diesen Patienten ist durchaus die Induktion vor der Operation zu empfehlen, mit dem klaren Ziel des Downsagings, also der Hoffnung, das später zu resizierende Kompartiment zu verkleinern und damit einen Funktionserhalt eher wahrscheinlich zu machen. Und hier finden wir die Radiotherapie fest verankert in den Induktionsschemata, dort häufig in Kombination, sequenziell oder simultan mit einer Chemotherapie, gefolgt dann von der Operation. Und bei den Patienten, bei denen eine Operation nicht möglich ist, kann dann definitiv bestrahlt werden. Und wenn im Vorfeld der OP tatsächlich keine Bestrahlung durchgeführt wird, wird die Bestrahlung hinterhergemacht. Kurzum, es erscheint, mal abgesehen von den klaren Indikationen, dass überhaupt bestrahlt wird, vollkommen wurscht zu sein, ob Sie das vor oder nach der Operation tun. Das kann ja so nicht sein. Zum Stellenwert der Strahlentherapie im Sarkom überhaupt möchte ich Ihnen hier diese Ergebnisse eines SIR-Registers aus dem Jahr 2015 zeigen. Das sind knapp über 2.500 Patienten mit Extremitäten-Sarkomen, die nachverfolgt wurden hinsichtlich der Frage, was bringt überhaupt die Implementierung der Strahlentherapie in diesen zahlreichen Situationen, die ich gerade skizziert habe. Und das kann man recht einfach beantworten. Sie bringt nach 5 Jahren etwa 5% Überleben. Kurzum, einer von 20 Patienten kann gerettet werden, zusätzlich zu den Erfolgen der Operation und der Systemtherapie, wenn er im Kontext der Erstlinientherapie bestrahlt wird. Das beantwortet aber noch immer nicht die Frage, ob diese Strahlentherapie vor oder nach der Operation erfolgen soll. Dazu äußert sich auch das NCCN-Panel der USA nicht in klaren Empfehlungen. Sie kommentieren es aber und kommen im Schluss dazu, dass es aufgrund der potenziellen Vorteile in der präoperativen Situation mit kleineren Volumina, kleineren Dosen zu empfehlen sei, die Strahlentherapie vor der OP durchzuführen und nicht erst im Anschluss hinterher. Es gibt auch dazu große Registeranalysen, zum Beispiel hier aus der National Cancer Database, 9.500 Patienten, die zu Zeiten moderner onkologischer Versorgung ab 2004 behandelt wurden. Man sieht sehr schnell, der Einsatz der Strahlentherapie vor der Operation hat in den letzten 10 Jahren doch dramatisch zugenommen, beträgt mittlerweile mehr als ein Drittel der Patienten. Man muss aber auch sagen, das Gesamtüberleben für diese Patienten ist nicht signifikant voneinander verschieden. Das heißt, es erscheint hier nicht relevant, ob die Bestrahlung, die für sich genommen in der Summe 5% Vorteil erbringt, jetzt vor oder nach der Operation stattfindet. Es gibt dazu auch eine echte prospektiv randomisierte, gepowerte Phase-3-Studie, bereits aus dem Jahr 2002, mit 190 Patienten, sehr streng und sauber geführt, von O'Sullivan im Lancet publiziert, die sehr wohl gezeigt hat, dass es für die Patienten, die präoperativ bestrahlt wurden, einen signifikanten Überlebensvorteil gibt, der sich hier demaskiert nach etwa 2 Jahren. Und so ist es auch in den meisten Alltagsempfehlungen, noch außerhalb deutscher Leitlinien, aber in den gelebten Alltag übergegangen, dass wenn immer wir schon präoperativ wissen, dass solche Risikofaktoren vorliegen, die eine Strahlentherapie bedingen, diese vor der Operation durchgeführt werden müssen. Warum ist das keine Selbstverständlichkeit, auch in Leitlinien? Diese Studie ist schließlich 18 Jahre alt. Das lag daran, weil im Kontext dieser Studie Wundkomplikationen von bis zu 35% bei präoperativer Strahlentherapie gesehen wurden. Und damit war die Rate etwa doppelt so hoch wie in der postoperativen Situation. Das hat dann lange gedauert, bis man hat herauskristallisieren können, dass Patienten, die in erfahrenen operativen Schwerpunktzentren, also in zertifizierten Tumorzentren, solche Komplikationsraten nicht haben und, das möchte ich deutlich betonen, auch einen eigenen Überlebensvorteil davontragen, der etwa genauso groß ist wie die Frage der Strahlentherapie selbst. Da haben Sie also nochmal weitere 5% nach 5 Jahren gerettet. Das ist sicherlich auch einer der Aufhänger, weshalb wir uns so gerne hier als Sarkomzentrum präsentieren möchten. Wenn Sie sich jetzt nicht entscheiden können, macht man das prä- oder postoperativ, will ich die Unsicherheit noch etwas mehren und sagen, es geht sogar während der Operation. Das sind die Daten aus Heidelberg, wo ich bis zum vergangenen Herbst
gearbeitet habe. Wir haben hier gepoolt mit mehreren europäischen Zentren über 300 Patienten ausgewertet, die wir nicht nur vor oder nach, sondern auch während der Operation intraoperativ bestrahlt haben, mit dem Ziel, eine besonders hohe Elektronendosis direkt an den Ort des Geschehens zu geben. Und durch dieses Vorgehen erreicht man doch sehr, sehr hohe Überlebenszahlen bei sehr, sehr guter funktioneller Kontrolle. Ich will Ihnen gerne hier aus unserem Zentrum dazu ein Beispiel zeigen. Wir haben die Bilder eben schon gesehen. Das ist hier ein großes Sarkom, das hier in Rot für Sie abgegrenzt ist in dieser computertomografischen Aufnahme. Sicherlich funktionsbedrohend und amputationsgefährdet. Und so sieht ein typischer Bestrahlungsplan aus. Sie sehen, das sind ausgesprochen große Zielvolumina, die hier bestrahlt werden. Das sind auch nebenwirkungsreiche Strahlentherapien. Aber eine solche Bestrahlung, die in diesem Beispiel 28 Mal pro Tag durchgeführt wird, so etwa 2 bis 3 Minuten pro Tag dauert, sieht man hier nach der Bestrahlung doch ein sehr, sehr schönes Ansprechen. Das, was hier so weiß in dieser MRT zusammengesintert ist, das ist quasi der eingeschmolzene Prozess, der dann hier auf einmal unter Erhalt von Nerven und Gefäßen operativ entfernt werden kann. Also das ist ein großer gemeinsamer Erfolg, der zeigt, dass der Extremitätenerhalt in auch solch schaurig anmutenden Situationen möglich ist. Jetzt will ich Ihnen noch 2 Sonderfälle zeigen. Man kann nicht aus Heidelberg kommen, ohne über die Kohlenstoff-Ionentherapie zu sprechen. Das ist ein besonders delikater Fall, denn das war eine 32-jährige chirurgische Kollegin, die hatte ein epitheloides Sarkom hier der Hohlhandinnenfläche erlitten und war mehrfach in kurzer Folge resiziert worden, kam dann zu mir in die Sprechstunde mit dem mittlerweile 6. Rezidiv. Der letzte Absetzungsrand war schon bei unter 1 Millimeter beschrieben worden und es stellte sich die Frage, geht das nochmal? Und wenn man diese Frage beantworten will, dann muss man auf die Handchirurgen hören, die sagten, wir sind jetzt unmittelbar an kritischen Strukturen des Karpaltunnels, der Sehnennerven und Gefäße, die hier die Hohlhand versorgen. Und da hatte sie sich dann für entschieden, dass in dieser Situation eine Strahlentherapie in Betracht zu ziehen ist. Und die haben wir eingedenk der delikaten Lage mit Kohlenstoffionen geführt. So sieht so etwas aus. Das ist hier eine Drahtmarkierung der Narbe. Das ist eine gegossene Maske für die Hand. Und das ist dann der Bestrahlungsplan, der hier appliziert wurde. Da wird in die Hohlhand mit einem einzelnen Feld eine Dosis von 60 Gray appliziert und unser Ziel war es, den Handrücken, die lumbrikale Muskulatur, den Sehnen- und Nervenapparat, der hier zu finden ist, zu schonen und das gelingt doch recht gut. Also bei einer Dosis von 60 Gray biologisch auf das Tumorvolumen haben Sie in der gesamten gesunden, nicht beteiligten Hand eine Dosis von 5 Gray. Das sind spektakuläre Bilder, das beweist aber überhaupt nicht, dass das die bessere Therapie ist. Solche Studien laufen. Ich freue mich, dass diese Kollegin eine funktionsfähige Hand behalten hat, aber das ist nicht mehr als eine Einzelfallkasuistik. Und für die wenigen Patienten, bei denen so etwas zu diskutieren ist, sind wir natürlich bereit, dann auch eine Überweisung an Kohlenstoffionenzentren zu organisieren. Ein weiteres seltenes Szenario möchte ich Ihnen hier auch mit einigen Daten aus Heidelberg zeigen. Es gibt bei Patienten, bei denen der Organerhalt unmöglich erscheint, auch das seltene Szenario, das tumortragende und funktionsverantwortende Kompartiment zu resizieren und dann einen solchen tumortragenden Knochen vor das Bestrahlungsgerät zu verbringen und dann dort mit einer exzessiven Dosis, ich habe das mal hier ablative Strahlentherapie genannt, mit einer exzessiven Dosis komplett zu devitalisieren. Also nicht nur den Tumor, auch die gesunden Zellen komplett zu vernichten. Danach wird dieses Knochenfragment zurückverbracht in den OP und kann quasi wie eine Bioprothese von den Orthopäden wieder verbaut werden. Sie sehen hier ein Osteosarkom der distalen Femurregion und dieses Knochenkompartiment wurde bei dieser jungen Patientin operativ entfernt. Dann mit einer 100 Gray Einzeitdosis. Das ist ungefähr biologisch so viel wie 3000 Gray in einer Normofraktionierung, also eine bizarre Strahlendosis devitalisiert und kann dann, weil ja die avitalen Stellen in ihrer Funktionalität, zum Beispiel die Glattheit des Knorpels oder der Knochenstrukturen, vielleicht die Ansatzstellen von späteren Muskulatur- und Sehnensträngen rekonstruiert werden können, wieder eingesetzt wird. Und Sie sehen hier, dass die Funktionalität, also hinsichtlich Beugen und Strecken des Beines bei diesem jungen Mädchen doch sehr gut erhalten ist. Das sind seltene Fälle, die man machen kann, aber wenn es Zentren machen, dann machen es die Unikliniken und gerne sind wir bereit, in seltenen Fällen auch so eine Therapie anzubieten. Und damit komme ich auch schon zum Schluss. Meine Agenda ist hier auf der Seite mitgelaufen. Wichtig ist, dass jeder von Ihnen mitgenommen hat, wer muss überhaupt bestrahlt werden.
dass Sie teilgehabt haben an der Diskussion, welche Argumente sprechen für die Prä-, welche für die postoperative Strahlentherapie. Und gerne möchte ich auch Ihre Begeisterung wecken für solche schrägen oder seltenen Szenarien einer extrakorporalen Strahlentherapie oder einer primären Schwerionenbestrahlung. Und damit komme ich zum Schluss und danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und bin für Ihre Fragen offen. Ja, komme ich mal hinzu. Im Chat hat es zwei Fragen gegeben, die lese ich jetzt einmal vor, damit Sie im Endeffekt auch einsichtig sind. Es wird gefragt, wie die präoperative Radiatio als alleinige Therapie im Hinblick auf die Daten zur neoadjuvanten Chemo- und Hyperthermietherapie gefolgt von OP und adjuvanter Radiatio zu bewerten ist. Ja, dazu gibt es also in dieser Kombination, gerade in der trimodalen Kombination Bestrahlung, Hyperthermie und Chemotherapie, gibt es keine Daten, die das konkret miteinander verglichen hätten. Wir haben gute Daten für die Chemo- und Hyperthermie und wir haben gute Daten für die Strahlentherapie. Wenn Sie mich nach einem konkreten Vergleich fragen, ist eine präoperative Bestrahlung besser als eine präoperative Chemo-Hyperthermie gefolgt von der Strahlentherapie, dann kann ich das nur mit bestem Erleben der Daten, aber nicht mit harten Zahlen beantworten. Und da würde ich immer sagen, das ist in seltenen Fällen erforderlich, dass Sie das überhaupt trennen. Wenn es aber ein Regime gibt, bei dem das notwendig wäre, dann würde ich mich für die Hyperthermie plus Chemo in der Induktion und der postoperativen Strahlentherapie entscheiden. Ich glaube, das ist auch so eine Frage, die nochmal klar macht, warum es sinnvoll ist, ein Tumorboard anzustreben. Denn was natürlich auch ganz wichtig ist, sind natürlich die Patientenwünsche und die Konditionen, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, was bringt der Patient mit und wie aggressiv kann er behandelt werden. Eine weitere Frage, die sich aufgetan hat, ist, wie sinnvoll eine Brachytherapie bei Sarkomen ist. Vielleicht da noch zwei. Also die Brachytherapie, für alle, denen der Begriff nicht so geläufig ist, die Kurzdistanztherapie. Dabei wird vermittels Schläuchen und Nadeln eine umschlossene Strahlenquelle für einen kurzen Zeitraum direkt an den Tumor gebracht. Das ist eine Therapie, die machen wir hier in sehr großem Umfang, überwiegend bei gynäkologischen Tumoren, Lungentumoren oder bei Prostataleiden. Das geht auch als ein sehr, sehr elegantes intraoperatives Verfahren bei Sarkompatienten. Dort können Sie intraoperativ Schläuche in die vermeintlich nicht komplett entfernbaren Tumor stellen oder in Resttumor legen und danach dann eine Strahlenquelle direkt an den Ort des Geschehens bringen und mit höchsten Dosen bestrahlen. Das ist selten erforderlich, aber wenn, eine hervorragende Therapie für dosiseskalierte Protokolle. Vielen Dank. Weitere Fragen sehe ich nicht im Chat, auch hier aus dem Auditorium nicht, sodass ich dann vielen Dank, mich bedanke und überleiten möchte an Herrn Privatdozenten Felmerer begrüßen möchte. Das ist der Schwerpunktleiter für plastische Chirurgie und ästhetische Chirurgie in der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie. Sie haben schon zwei, drei Bilder eben in meinem Vortrag gesehen und jetzt lassen wir uns überraschen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Begrüßung. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte in dem Folgenden einmal die Konzepte der plastischen Chirurgie, insbesondere auch moderne Konzepte der Mikrochirurgie und mikrochirurgischen Rekonstruktion innerhalb des Sarkomzentrums vorstellen. Wir haben innerhalb des Sarkomzentrums interdisziplinäre Tumorkonferenzen und multimodale Therapiekonzepte. Das heißt, jeder Patient hat ein individuelles Vorgehen verdient. Es muss diskutiert werden, ob man Extremitäten erhalten kann oder ob das nicht möglich ist, ob der plastische Chirurg eine Rekonstruktion machen kann oder ob es eher kontraindiziert ist aus onkologischer Sicht, ob man eher radikal operiert oder ob man Extremitäten erhaltend operiert. Das sind alles Diskussionen, die bei uns sehr intensiv geführt werden. Eine komplette Resektion zur Verhütung eines Lokalrezidivs sollte immer angestrebt werden im Sinne einer weiten Exzision, gegebenenfalls Compartmentresektion oder auch Amputation. Die Rekonstruktion kann dann sich bedienen des gesamten Armamentariums der plastischen Chirurgie. An diesem Beispiel möchte ich Ihnen zeigen, dass auch eine Nähe eines Tumors zu einem Nerven oder eine Infiltration eines Nervens nicht unbedingt zu einer Amputation führen muss,
Wir haben gerade auch bei jüngeren Patienten bei proximalen Ischiadikus-Läsionen und Nervenrekonstruktionen langfristig gute Ergebnisse. Das Ziel ist in einem solchen Fall, dass man eine Schutzsensibilität langfristig der Fußsohle wiederherstellt. Und das kann auch über sehr lange Strecken mit einer Regenerationszeit bis zu 2 Jahren erreicht werden. Natürlich wird eine postoperative Bestrahlung die Nervenregeneration beeinträchtigen, aber auch in solchen Fällen haben wir erreichen können, dass Patienten über längere Frist zumindest eine Schutzsensibilität in der Extremität erhalten können und das somit ein ganz wichtiges Kriterium ist, auch ob man amputiert oder nicht. Sie sehen hier im unteren Bild die Nerventransplantate, die eingelegt sind, da nehmen wir meist Nervus sururalis von der Gegenseite. Die rekonstruktive Stufenleiter, dieses Bild verdanke ich meinem Kollegen aus Freiburg, der Leiter des Sarkomzentrums, Professor Banasch, mit dem ich auch sehr eng zusammengearbeitet habe. Die rekonstruktive Stufenleiter heißt, ich gehe von einfachen Rekonstruktionsverfahren langsam nach oben und ganz oben sind sehr komplexe Rekonstruktionsverfahren. Die einfachen Rekonstruktionsverfahren sind die Hauttransplantate. Und die sehr komplexen Rekonstruktionsverfahren sind dann die freien mikrovaskulären Lappen, die eine sehr lange OP-Zeit erfordern und dem Patienten manchmal auch einiges in der onkologischen Situation abverlangen. Deshalb muss man genau abwägen, so komplex wie nötig und so einfach wie möglich. Wann ist eine Defektdeckung überhaupt indiziert? Eine Defektdeckung wird immer dann zum Zuge kommen, wenn ein Primärverschluss nicht möglich ist. Das ist eher subkutan als subfaszial. Und wir haben die Defektdeckung auch häufiger distal als proximal indiziert. Das heißt, dass wir in diesen Fällen sehr selten aus der Umgebung genügend Haut haben, um einen Wundverschluss herbeizuführen. Das oberste Ziel sollte auch sein, keine Spannung zu erzeugen auf den Wundrändern. Das lässt sich natürlich nicht immer erreichen, weil wir besondere Situationen haben, gerade auch bei älteren Patienten mit schlecht durchbluteten Wundrändern. Und manchmal muss man eben versuchen, die Wunde zu verschließen und sekundär dann zu decken. Wichtig ist ebenfalls, dass man in der plastischen Chirurgie als Prinzip hat, keine Höhlen zu hinterlassen, die Präformationsstellen für Serome bilden. Das ist eine sehr häufige Komplikation in der Sarkomchirurgie. Das kann man nicht immer vermeiden, gerade wenn die Patienten große, ausgedehnte Resektionen haben, können die nicht immer aufgefüllt werden. Man behilft sich dann dadurch, dass die Drainagen sehr lange belassen werden und manchmal muss man mit Lappenplastiken diese Höhlen auch verschließen. Die rasche Wundheilung ist natürlich immer das Ziel, was wir erstreben. Aber Sie haben ja gesehen, auch in den Statistiken, die gezeigt wurden, dass gerade in der Sarkomchirurgie auch an Zentren mit viel Erfahrung bis zu 30% an Wundheilungsstörungen auftritt. Man kann aber sagen, dass im Endeffekt langfristig man fast alle Wunden zur Abheilung bekommen kann. Manchmal ist es einfach ein verzögertes Intervall. Da muss man die Patienten häufig einbestellen und irgendwann heilt die Wunde dann ab. Gerade bei Bestrahlungen sehen wir das, dass etwa in einem Zeitraum von etwa 2 Jahren abgelaufen ist, plötzlich auch kleinere Wunden, die sehr, sehr langsam abgeheilt sind, dann einen großen Schub tun und letztlich dann die Wundheilung komplett abgeschlossen ist. Manchmal braucht das einfach ein bisschen Geduld. Hier ein Beispiel, eine ganz klassische Situation in der plastischen Chirurgie, ein großer Hautweichteildefekt in der Leiste. Und diese Leistendefekte werden eigentlich in der plastischen Chirurgie meist mit kontralateralen Rektuslappenplastik gedeckt. Warum? Einerseits kann man Gefäße verwenden, die aus einer ganz anderen Region kommen. Das heißt, die sind nicht bestrahlt, die sind nicht in dem Tumoreinzugsbereich. Wir haben also gut durchblutetes Gewebe vom Oberbauch auf der Gegenseite. Gestielt ist das auch auf der anderen Seite. Und damit lässt sich ein sehr sicherer Leistenverschluss herbeiführen. Hier sehen Sie das Endergebnis nach Einheilung. Freie Lappenplastiken, wenn man dann noch ein Stück weiter nach oben geht an der rekonstruktiven Stufenleiter, das heißt mikrovaskuläre, aufwendigere Rekonstruktionen durchführt, dann sehen Sie hier einen ausgedehnten Defekt am Ellenbogen. Und der wird dann gedeckt mit einem Fasziokutanlappen vom Oberschenkel. Der große Vorteil ist hier,
dass ich dort keine funktionellen Strukturen beeinträchtigen muss. Das heißt, ich nehme hier lediglich Haut, Faszie und etwas Fettgewebe, präpariere einen Gefäßstiel, der ganz gut entbehrlich ist am Bein, und der Hebedefekt rechts unten ist akzeptabel und das funktionelle Ergebnis ist auch sehr zufriedenstellend. Zusammenfassend kann ich sagen, dass eine onkologisch adäquate Behandlung von Weichteilsarkomen die Extremitäten der erhaltende Resektion in Sano zum Ziel hat. Eine Nullresektion sollte immer unser Ziel sein und die plastisch-chirurgische Rekonstruktion kann zu diesem R0-Extremitätenerhalt beitragen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich stoße Sie nochmal zu Ihnen. Es haben sich jetzt keine Fragen im Endeffekt im Chat eingefunden. Ich schaue nochmal nach. Nee, da ist nichts, aber ich habe eine Frage. Wir haben jetzt ja verschiedene und komplexe Wundheilungs- oder sage ich mal, Nachresektionen. Transplantat im Endeffekt gesehen. Wir haben ja vorher schon gehört, dass es verschiedene Konzepte gibt mit einer Adjuvanzbestrahlung, mit einer Adjuvanzchemotherapie. Wie lange muss man da so Abstand von halten? Ist das auch unterschiedlich, je nachdem, was Sie dann da im Endeffekt rekonstruieren mussten oder operiert haben? Also das ist eine ganz interessante Frage, weil wir haben immer wieder auch mit in der Strahlentherapie diskutiert, sollte man vorher und nachher bestrahlen. Und so in den letzten Jahren haben wir oft Rekonstruktionen gemacht von Patienten, die präoperativ bestrahlt wurden. Und das Gute ist eben, dass tatsächlich das Bestrahlungsfeld insgesamt ja deutlich kleiner ist, muss man sagen. Und dann die Komplikationen, wir haben ja auch eine lymphologische Schwerpunktambulanz. Wir sehen insgesamt weniger, dass die betroffenen Lymphknoten etwas abkriegen. Wir sehen weniger Lymphödeme und insgesamt muss man sagen, die Rate an Wundheilungsstörungen, zumindest aus meiner Erfahrung, ist bei einer präoperativen Bestrahlung nicht geringer. Bei der neoadjuvanten Chemotherapie ist es natürlich so, dass wir hier ja eine Situation haben, die Coad Vitam ist. Das sind ja oft sehr fortgeschrittene, wirklich bedrohliche Erkrankungen. Und da hat man ja manchmal keine andere Wahl. Und da ist auch, zeigt sich natürlich, wie wir an dem einen Beispiel gesehen haben, der Patient hatte auch monatelang unten distal am Unterschenkel diese Wundheilungsstörung. Mit der Morbus Recklinghausen kommt dazu, dass die an sich auch schlechte Wundheilungsstörung haben. Aber das muss man einfach in Kauf nehmen. Das sind wir auch bereit als Chirurgen, diese Patienten dann monatelang nachzubetreuen. Für den Funktionserhalt lieber eine längere Nachbetreuung, aber trotzdem eine ordentliche und auch vielleicht aggressive Therapie. Okay. Ich sehe keine weiteren Fragen. Ich schaue noch mal nach. Genau, und dann bedanke ich mich ganz herzlich. Ist eine Frage gekommen. Entschuldigung, das ist hier so klein. Ja, wir haben jetzt noch eine Frage. Ob es Vergleichsdaten gibt zur Häufigkeit und Komplexität von Rekonstruktionen bei High-Risk-Weichteilsarkomen mit und ohne neoadjuvante Therapie? Ob es da Vergleichsdaten gibt? Ich lese nochmal durch. Ist mir nicht bekannt, aber vielleicht Herr Schuschis oder Herr Jakob. Jens, vielleicht weißt du, was davon ist. Also es gibt keine, das ist nicht bekannt. Mir auch nichts bekannt, soweit. Also ich glaube, es ist, also hallo erstmal nochmal, ich glaube, es ist vielmehr so, dass je mehr man neoadjuvant in Therapie macht, desto mehr Zeit nimmt man sich auch für eine Planung eines Gesamtkonzeptes und dann geht damit einher, dass man ehrlicherweise, wenn ein Patienten ein gutes Therapieansprechen hat, auch zum Beispiel eine Chemotherapie oder Strahlentherapie, man sieht die Chance, dass man ihn reseptieren kann, dann auch manchmal mutiger ist, was die Rekonstruktion angeht, dass man sagt, man nimmt die Zeit, kann auch Lappen trainieren oder ähnliches, also dass man das besser vorbereiten kann schlichtweg, auch mehrfach mit dem spricht, was kommt auf den Patienten zu, etc., etc. Aber richtige Vergleichsdaten gibt es jetzt, glaube ich, nicht. Nein. Dann macht es mir die Überleitung relativ einfach, jetzt gerade schon bei der Antwort. Professor Jakob, er hatte auch die Einleitung gemacht und Professor Jakob erzählt jetzt etwas zur Extremitätenperfusion, ein weiteres Verfahren, gerade bei Hochrisiko und der amputationsgefährdeten Extremität. Ja, hallo nochmal.
Also die isolierte Extremitätenperfusion ist tatsächlich ein Verfahren, was eigentlich mal für den Extremitätenerhalt und genau für diese Patienten entwickelt worden ist. Und ganz ursprünglich geht es zurück eigentlich auf Melanompatienten, bei denen in Transitmetastasen in die Tumoren aufgetreten sind, wo quasi das ganze Verfahren nur mit dem Melphalan, mit dem Chemotherapeutikum durchgeführt worden ist, auch schon zurück in den 50er, 60er Jahren und erst später in der ist es bei Sarkomen erfolgreich eingesetzt worden, nämlich mit der Medikation, die gleichzeitig mit dem Tumornekrosefaktor eingeführt wurde. Und nochmal, das Therapieziel ist ja der präoperativen Therapie Devitalisierung des Tumors. Das heißt, Sie haben einen großen, vitalen Tumor hier, der fast den kompletten Quadrizeps einnimmt, der den Femur berührt, der Kontakt zu den Gefäßen hat, weiter distal und unter Umständen auch hinten zum Ischiasnerven, wobei schon die Quadrizepsresektion ja für die Kniestreckung erhebliche Folgen hätte. Sie therapieren den Tumor und Sie sehen schon an der MRT-Morphologie, dass das deutlich geändert. Sie sehen quasi nur noch einen nekrotischen Tumor und auch histologisch ein ganz anderes Bild durch eine präoperative Maßnahme. Das wollen wir haben. Was wir aber noch mehr haben wollen fast, ist, dass diese Devitalisierung da ist, wo wir kritisch resezieren. Sie haben vorhin bei Herrn Rieck ein Bild gesehen, wo die Femoralarterie und der Nervus ischiaticus quasi freiliegen. Das ist ein Konzept, was die Kollegen aus Toronto eigentlich sehr schön mal zusammengefasst haben. Das gab die marginale Resektion an kritischen Strukturen, dass sie nämlich dort weit resezieren, wo sie es können, aber an der kritischen Struktur, die sie erhalten wollen, marginal bleiben. Und da wollen wir die Devitalisierung haben. Das ist das Therapieziel. Und die Kollegen aus Essen, die auch sehr viel Perfusion machen, mit Herrn Täger und Herrn Podleska und dem ganzen interdisziplinären Team, was es dort gibt, die haben das mal sehr schön zusammengefasst, hier unter Federführung vom Pathologen, der sehr genau untersucht hat, wie ist eigentlich die Tumorgrenze? Das ist im Grunde genommen vom gesunden Gewebe bis hin zum Tumor einfach mal gemessen, wie breit ist der Abstand, wie vital ist das Gewebe dort, nämlich an der Stelle, wo wir am knappsten sind. Und das ist kein Ergebnis einer randomisierten Studie. Das ist kein Ergebnis, was eins zu eins jegliche Histologie abbildet, aber durchaus eins, was mal sagt, wie ist eigentlich die fibröse Kapsel und die reaktive Zone rund um den Tumor, also dort, wo Sie wenig Tumor oder keinen Tumor mehr nachweisen, bei einer primären Resektion oder letztlich bei einer kombinierten Therapie, quasi tailored nach dem, was Sie vorfinden. Chemotherapie plus Strahlentherapie, nur Strahlentherapie, Chemotherapie plus Extremitätenperfusion, dann merken Sie schon, dass in einem großen Zentrum wie in Essen letztendlich die Werkzeuge individuell eingesetzt werden, aufeinander abgestimmt werden, je nachdem, was Sie auch und wen Sie da vor sich haben. Hier die ILP also eigentlich alleinig, letztlich sehr erfolgreich in der Devitalisierung. Als Verfahren selber, was ist das überhaupt? Das ist letztlich eine Operation mit einem Gefäßzugang, das heißt, es geht in Narkose, der Patient bleibt ein paar Stunden in Narkose, man bindet das Bein eigentlich ab, auf gut Deutsch, kanuliert die Gefäße, die die Extremität versorgen, also die Arterie und das Blut hinführt, die Vene zurückführend und von der tumortragenden Extremität und dann können Sie dieses Bein, ich sage es mal salopp, vergiften in der Chemotherapie und mit dem Tumornekrosefaktor in einer Form in der Chemotherapie, die Sie sonst nie erreichen. Die Dosis, die Sie verwenden vom Melphalan, ist im Bereich einer knochenmarkstoxischen Dosis, die Sie nicht geben dürfen. Das TNF erzeugt quasi Blutvergiftungssymptome, die Sie sonst nicht einsetzen können. Der übliche Vorgang ist so, dass Sie das reingeben, auswaschen, verwerfen, die Gefäße wieder verschließen. Und Patient einen Tag auf eine Intensivstation geht, 7 bis 10 Tage im Krankenhaus ist und dass sie dann ähnlich wie bei der Strahlentherapie 5 bis 8 Wochen später resezieren. Das wirkt, weil der Tumornekrosefaktor größtenteils als antivaskuläre Substanz wirkt, nämlich auf die Endothelzellen bzw. Gefäße mittelfristig im Sinne von einer Apoptose, aber auch durch eine Erhöhung der Gefäßpermeabilität und Konzentrationserhöhung emissierendes Chemotherapeutikum, was eh schon in einer sehr, sehr hohen Dosis geben. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit hier schlichtweg das Bein komplett zu behandeln oder den Arm, aber nicht den ganzen Körper, den Sie dann vergiften würden. Ursprünglich entwickelt als Limb Salvage Therapie, das sind auch von den ersten quasi 186, 190 Patienten, die mal in einer europäischen Studie mit eingeschlossen wurden, mit 22 Monaten Follow-up. Alles Patienten, die zum Beispiel in Berlin oder in Paris oder in Brüssel oder in Rotterdam behandelt worden sind mit einer Extremitätenperfusion von solchen Chirurgen und Onkologen etc., die sich auch mit der Erkrankung auskannten und die gesagt haben, das ist etwas, ein Tumor, den wir so nicht vernünftig resezieren können.
Also echte Limb Salvage Therapy. Und natürlich sind es auch Patienten, die kritische Gesamtsituationen haben, die nur palliativ perfundiert wurden, aber auch solchen in Komplettremissionen hinterresiziert worden sind, ohne Beinerhalt und die ihre Beine lange behalten haben oder RNA. Also hier die erste Studie, eigentlich die ausschlaggebende für den wirklich denjenigen, wo wir es nicht resezieren können. Das Ganze kommt zu einem Preis, zu einer Nebenwirkung. Die allermeisten Patienten haben tatsächlich Nebenwirkungen im Sinne von einer Schwellung, Störung des Lymphabflusses. Der perfundierte Bereich ist letztlich geschwollen. Sie sehen das an den Bildern. Also was perfundieren wir? Einfach diesen Bereich ist geschwollen, gerötet, durchaus mal bewegungseingeschränkt. Und dann gibt es Patienten, die Hauterosionen haben oder Blasenbildung oder auch ein Compartment-Syndrom, wo tatsächlich Muskelfunktion auch verloren geht, was natürlich in dem Bereich, wo wir schon andere Muskulatur resezieren, kritisch werden kann. Also wir müssen sagen, auch da gibt es Wirkung und Nebenwirkung und durchaus kann die mal dazu führen, dass man mit einer Therapie auch eine Extremität schlichtweg gefährdet dadurch. Das hierzu. Wie ist das im Vergleich? Da habe ich eben schon mal eine Grafik gezeigt. Es gibt wenig Daten dazu, die das wirklich abbilden. Es gibt keinerlei randomisierte Studie dazu. Es gibt eine einzige Studie, die man direkt verglichen hat, bei Patienten, die größer als 10 cm Tumore hatten, schlecht differenziert, in einer Kohorte, wo fast nie Perfusionen durchgeführt worden sind. Das waren englische Patienten aus London. Und eine Kohorte, die in Deutschland in 2 Zentren mitbehandelt worden ist, die sehr liberal Perfusionen eingesetzt haben. Da zeigt sich schon eine Überlegenheit im lokalrezidivfreien Überleben. Aber das gesamtonkologische Ergebnis wird ja sehr oft bestimmt von Metastase. Und das ist die Kaplan-Meier-Kurve von der Metastasierung. Und hier können Sie nicht mehr unterscheiden, wer welche Therapie bekommen hat. Und wenn Sie genau hingucken, ist es auch so, dass das Ereignis der Metastasierung, was ja letztendlich quoad vitam viel bedrohlicher für den Patienten ist, sehr viel häufiger eintritt als ein Lokalrezidiv. Also wenn wir davon sprechen, welche Tumoren Extremitäten gefährden, sind es offensichtlich auch solche Tumoren, die lebensbedrohlich für den Patienten sind. Das dürfen wir bei diesen Vergleichen und bei den Indikationsstellungen nicht außer Acht lassen. Aber wohl hinsichtlich des Lokalrezidivs und der lokalen Tumorkontrolle vielleicht auch als palliative Therapiemaßnahme in dem Fall sehr erfolgreich. Hier nur als Beispiel Patienten mit einem pleomorphen, undifferenzierten Sarkom des Oberschenkels, über 15 cm groß. Das erschließt sich schon von diesem Bild. Hier ist die Leiste, da unten ist das Knie. Quasi der Tumor durchsetzt den ganzen Oberschenkel. Das sehen Sie auch später an der Resektion, dass da hinten ist nicht irgendein Gewebe vom Patienten, ist der OP-Tisch auf der anderen Seite. Mit dem Nervus ischiaticus in der Femoralarterie nach dem Prinzip der fokal-marginalen Resektion nach einer Perfusion resiziert, danach tatsächlich noch zusätzlich bestrahlt, aber immerhin mit mindestens jetzt am Follow-up von 3 Jahren und adäquater Tumorkontrolle lokal und ohne Metastasierung. Also hier ein Erfolg. Sicherlich gibt es andere Fälle, aber das ist ein Patient, den man auch mit einer proximalen Amputation hätte durchaus behandeln können. Zusammenfassend ist die hypertime isolierte Extremitätenperfusion mit TNF-Alpha und Melphalan regionales Therapieverfahren zur Tumordevitalisierung. Wir können Resektabilität und lokale Tumorkontrolle erreichen. Das ist ein technisch anspruchsvoller Eingriff, auch für die Narkosemedizin und für den Chirurgen. Es gibt vereinzelt Compartment-Syndrome, auch die auch Extremitäten gefährdend sein können. Indikation muss sorgfältig gegen den Einsatz einer Strahlen- und oder Chemotherapie und eines weiteren multimodalen Konzepts abgewogen werden. Vielen Dank. So, ich stelle mich mal wieder dazu. Und zwar gibt es Fragen. Und die erste Frage, die ich da stellen möchte, ist folgende. Kommt nach Freigabe der Extremität Melphalan in dem Restkreislauf und resultieren daraus Nebenwirkungen oder wird das Medikament zu nahezu 100% venös abgeschöpft? Also das Wesentliche ist zum Verfahren selber, das gibt ein sogenanntes Leckagemonitoring, also auch das Abbinden der Extremität wird überwacht über ein nuklearmedizinisches Verfahren, da wird Radioaktivität ins Bein gegeben und gemessen tritt die über den Kreislauf. Es gibt mal Einzelfälle, wo man eine Perfusion abbrechen muss deswegen. Das ist das eine. Das zweite ist, man misst in dem Zuge aber auch die sogenannte Auswaschrate.
Und wir streben immer eine Auswaschrate von mindestens 80% an. Mhm. Das heißt, man hat zwei Effekte. Erstens, man wäscht es wirklich aus der Extremität aus. Zweitens hat es eine gewisse Halbwertszeit. Und es führt dazu, dass wir schon auch Knochenmarks oder auch Organschädigung im Sinne wie bei einer Chemotherapie sieht, dass man eben sieht nach einer Woche, dass das Blutbild leitet, dass man Auswirkungen sieht. Aber ich persönlich habe mit ziemlich vielen Perfusionen noch keinen erlebt, wo wir tatsächlich Knochenmarks toxisch unterwegs waren, meine Patienten. Mhm. Dann noch vielleicht eine kurze Antwort zu einer weiteren Frage. Extremitätenerhalt mittels Extremitätenperfusion versus Amputation bei multifokalen Extremitätensarkom, funktioniert es gleich gut wie bei unifokalen Weichteilsarkom oder hier eher Amputation? Also gerade multifokale Tumoren sind ganz schwierig zu behandeln und meistens so, dass man sich genau angucken muss, ist, wo breiten die sich aus und wie weit haben sie sich ausgebreitet. Also es gibt zum Beispiel Angiosarkome vom Unterschenkel, wo man schon von vornherein sieht, dass die sich im Oberschenkel fortgesetzt haben. Es sind häufig Patienten, die ich nicht amputieren würde, weil die eine sehr hohe Rezidivwahrscheinlichkeit auch an anderen Orten haben. Diese Patienten würde ich sogar bevorzugt eher perfundieren, um eine Extremität zu erhalten und nicht dann hinterher ein Stumpfrezidiv zu haben, was den Patienten oder alle noch unglücklicher macht in dem Gesamtkonzept. Und multifokale Tumoren haben auch meist eine eigene Histologie. Also es gibt nicht so viele Subtypen, die das machen, also typischerweise die Angiosarkome. Und da würde ich fast eher perfundieren und meinetwegen auch repetitiv perfundieren, in Abhängigkeit dessen, ob es eine Organmetastasierung am anderen Ort gibt. Okay. Ich denke, das waren die Fragen. Und dann würde ich jetzt einmal übergeben. Vielen Dank. Übergebe einmal an Frau Ernst. Da ist noch eine Frage. Ah, okay. Ist bei der Kombinationstherapie mit Radiatio und Perfusion zuerst perfundiert oder strahlentherapiert worden? Und gibt es Unterschiede bei Veränderung des Ablaufs? Also kann man beides machen. Bevorzugt würde ich aufgrund des höheren Therapieansprechens lokal erst perfundieren und die Bestrahlung davon abhängig machen, nach der Qualität der Resektion und nach dem Grad der Tumordevitalisierung. Mit einem sehr guten Ansprechen und einer guten Qualität der Resektionsränder würde ich mir dann eine Bestrahlung immer aufsparen. Wir haben eine größere Serie gemacht von Primärtumoren, die wir perfundiert haben und der Abhängigkeit behandelt haben. Da haben letztendlich nicht mal ein Viertel der Patienten noch eine Bestrahlung postoperativ bekommen. Und das gibt auch immer die Chance, in den 10-15%, die Lokalrezidiv haben, dann die Bestrahlung einzusetzen. Zumal das auch kumulativ Toxizitäten hat, wie zum Beispiel Knochenfrakturen. Also Strahlenreserve sparen. Absolut, ja. Okay. Ja, ich gucke noch mal in die Runde, ob ich Fragen übersehen habe. Ich glaube nicht, dann übergebe ich gerne an Frau Ernst. Frau Ernst ist hier aus der Klinik für Unfallchirurgie und wird jetzt weiter noch ein bisschen durch Programm leiten. Vielen Dank, Christoph. Vielen Dank, dass ich im Rahmen des Herbstsarkom-Symposiums durch den zweiten Teil dieser Veranstaltung leiten darf, der da heißt Möglichkeiten innovativer Amputationsmedizin. Ich möchte an dieser Stelle Herrn Professor Bratz begrüßen, der Leiter des Schwerpunktes Orthobionik ist, sowohl innerhalb unserer Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und plastischen Chirurgie, aber auch an der privaten Fachhochschule im Studiengang Orthobionik. Dieses Thema Orthobionik und individualisierte Amputationstechniken, über die er jetzt referiert, wird ganz besonders über eine interdisziplinäre Sprechstunde für Amputationsmedizin in unserer Klinik abgebildet, in der unter anderem auch Dr. Felmerer, der gerade schon gesprochen hat, aus der plastischen Chirurgie involviert ist. Gemeinsam versuchen wir, ein bestmögliches Konzept für unsere Patienten zu stricken, damit sie mit der neuen Situation gut durchstarten können. Vielen Dank, Frank, dass du heute hier den ersten Teil des zweiten Blocks einleitest. Ja, vielen Dank für die freundlichen Worte. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Individualisierte Amputationstechniken ist das Thema. Es gibt ganz, ganz viele Stümpfe, es gibt ebenso viele Prothesen. Es gilt jetzt, die bestmögliche Kombination für unsere Patienten
zu finden. Individualisierte Amputationstechniken machen Sinn, weil wir damit auch einen größtmöglichen Teil der Extremität erhalten können. Deswegen individualisiert, wenn wir immer standardisiert vorgehen, sind wir bei transfemoral, transtibial und entfernen Teile, die vielleicht gar nicht entfernt werden müssten. Tumor ist immer ein Thema, 5 bis 10% in allen Altersklassen. Bislang immer die Folge einer Tumorerkrankung an der Extremität, eine weit proximale Amputation. Da arbeiten wir entgegen, um einfach bessere funktionelle Ergebnisse zu haben. Die Standardvorgehensweisen, die sind auch in unseren Kursen, wie sie auch in den Standardwerten gelehrt werden, sind klar, aber es ist so, wenn wir einen Handtumor haben und transradial amputieren, werden Teile entfernt, die vielleicht aus onkologischen Gründen und Aspekten gar nicht entfernt werden müssen. Und wir brauchen einfach Länge der Extremität, um bestmögliche Funktionen zu haben. An der oberen Extremität Zugkräfte natürlich, analog an der unteren Extremität dann die Druckkräfte. Die Amputationsindikation wird in der Tumorkonferenz gestellt. Es ist wichtig, es ist schwierig für uns, es ist schwierig für unsere Patienten, diese Diskussion auszuhalten und nicht einfach einer Meinung zu folgen. Wir denken aber, dass wir langfristig damit die besseren Ergebnisse haben werden. Komplikationsmanagement ist ein Punkt. Das funktionelle Ergebnis ist ganz wichtig. Wir brauchen also eine Vorstellung, wo wollen wir funktionell hin, mit welcher Prothese können wir das versorgen. Es geht nicht darum, möglichst viel zu erhalten, sondern möglichst gutes funktionelles Ergebnis zu haben. Und natürlich ist die neoadjuvante Therapie, die onkologische Therapie ganz, ganz, ganz wichtig, bevor eine Tumorerkrankung zu einer Amputation führt. Festlegung der Amputationshöhe ist eine Konsensentscheidung. Konsens auch mit dem Patienten. Wir erleben Patienten, die sagen, nein, ich will nicht amputiert werden. Dann ist es in Ordnung. Wir brauchen aber dann extreme Aufklärung. Wir müssen lang sprechen. Wir brauchen Zeit mit dem Patienten. Wir brauchen Zeit unter uns, um eine vernünftige Planung zu finden, um hier vernünftige, gute Lösungen zu finden. Die operativen Grundprinzipien, wie gesagt, sind Standard. Amputationsmedizin ist uralt. Ja. Lisfranc-Linie heißt deswegen Lisfranc-Linie, weil da angefangen wurde, zu amputieren. Die Grundtechniken haben sich nicht im Wesentlichen geändert. Muskellappenplastiken brauchen wir, die Nerven sollen außerhalb der Belastungszone zu liegen kommen, weil Neurome sonst sehr schnell schmerzhaft werden. Scharfe Knochenkanten müssen abgerundet werden, um hier eine möglichst gute Belastungsfähigkeit an der unteren Extremität zu erreichen. Untere Extremität immer die G-Funktion, das, was uns die Funktion vorgibt, also eine gute Standphasenstabilität. In der Schwungphase sollte so viel Stumpf vorhanden sein, dass die Prothese nicht gerade vom Bein fliegt, und möglichst sensible Anteile im distalen Bereich, weil wir sonst eben Druckstellen kriegen, die wieder zu weiteren Phasen führen, wo die Prothese nicht getragen werden kann, wo es einschränkend der Mobilität kommt, wo wir dann wieder loslegen müssen mit Zweiteingriffen. Oberen Extremität geht es im Prinzip um zwei Sachen. Erstens Positionierung der Hand, Reach auf Englisch, Positionieren der Hand, und dann die Greiffunktion. Das heißt, wir müssen erstmal mit der Hand in die Region kommen, die interessant ist, und dann die Greiffunktion. Das alles, wenn wir operieren, natürlich immer im Tumorbereich, im Sarkomzentrum unter tumorchirurgischen Gesichtspunkten. Das heißt, da ist ganz, ganz wichtig, sich vorher auseinanderzusetzen. Und viele Eingriffe machen wir auch gemeinsam am Tisch, um hier die bestmögliche Kompetenz auch wirklich dann im entscheidenden Zeitpunkt vor Ort zu haben. Warum möglichst periphere Amputation an der unteren Extremität? Ist es so, dass auch schon eine Unterschenkelamputation oder noch mehr eine Oberschenkelamputation, das heißt, das Knie fehlt, dazu führt, dass das Gangbild unökonomischer wird. Das wird anstrengend. Jeder Schritt wird anstrengender. Das heißt, da Erhalt des Kniegelenkes möglichst langer stumpf zur Führung der Prothese, ganz, ganz wichtig. An der oberen Extremität haben wir jetzt gelernt, wir haben zwei Funktionen. Einmal ist die Positionierung der Hand. Dazu brauchen wir möglichst viele proximale Gelenke, also Schultergelenk, Ellbogengelenk sollte möglichst da sein zur Positionierung der Hand. Dann müssen wir das nicht auf Prothese und Prothesengelenke verlagern, und dann eben die Steuerung der Handfunktion. Jetzt ist so bei der Handfunktion, da gibt es ja ganz viele Funktionen, der Grobgriff, der Feingriff, Pinzettengriff und. Da brauchen wir ganz viele Steuerungen. Und deswegen auch wichtig, dass wir viel Muskulatur da haben, um möglichst viele Signale zu übertragen.
je länger der Stumpf, desto mehr Muskulatur, hier sehen Sie ein anatomisches Bild, desto mehr Muskulatur ist da, desto mehr Signale kann ich nutzen für die Steuerung einer Handprothese. Und hier gibt es jetzt die neueren Steuerungsmöglichkeiten mit nicht nur zwei Elektroden, sondern eben mit bis zu 8 Elektroden, wo dann Muster erkannt werden, wo wir verschiedene Greiffunktionen dann programmieren können und haben damit einen deutlich besseren Ersatz der Handfunktion. Hier unten ein Beispiel, was abgeschnitten ist, was weg ist, ist weg. Patient mit einer angeborenen Störung, hier haben wir versucht, irgendwie zu verlängern. Das war ein mäßig gutes Ergebnis. Das heißt, ganz, ganz, ganz wichtig, möglichst Erhalt der großen Anteile der Extremität. Die Amputationstechniken sind althergebracht bis hin zum Verschluss. Der Wundverschluss sollte möglichst locker gehen, damit wir keine Wundheilungsstörungen bekommen. Den Fall kennen Sie schon an der Fußsohle, Patient mit Synovialzellsarkom, den wir auch gemeinsam operiert haben. Jetzt kann man sagen, das ist jetzt nicht so wichtig, eine Amputation. Na, es ist schon eine funktionelle Amputation. Und hier ist natürlich die Alternative, wir schneiden den gesamten Fuß ab oder wir gehen marginal in 2 Schritten vor. Erst Resektion, dann histologische Untersuchung, dann Frage der Deckung oder Nachoperation. Den Weg sind wir gegangen mit dem Patienten. Gemeinsam waren wir hier alle am Tisch. Die Lappendeckung erfolgte durch den Herrn Fellmer, den Sie auch schon gehört haben. Hier ist natürlich eine funktionelle Amputation. Alle Sehnen der Zehen sind weg. Alle Stabilisatoren des Längsgewölbes sind weg. Das heißt, da müssen Sie schon Gedanken machen, wie Sie das hinterher vernünftig versorgen können. Nach Weichteilschluss, hier dann gut abgeheilt im Endeffekt. Alternative sind Fußstümpfe, also wirklich Teile, Schmalfußbildung oder ganze Teile des Fußes wegzuschneiden. In dem Fall hier, schon mehrfach vorbereiteter Patient, Plattenepithelkarzinom, mehrfaches Rezidiv, wo wir auch dann lang gemeinsam mit dem Patienten überlegt haben, was können wir denn machen? Er wollte auf jeden Fall den Halt des Rückfußes. Da sind wir in 2 Schritten vorgegangen, diesmal als Komplikation muss man sagen. Es konnte dann Weichteilverschluss erreicht werden nach Resektion mit entsprechendem Sicherheitsabstand, der vorgegeben ist, der vorher auch diskutiert wird, ganz, ganz wichtig. Mit dem Wissen gehen wir in die Operation und natürlich mit der anatomischen Lage des Tumors, um hier eine vollständige Entfernung zu erreichen. Der Verschluss war dann intraoperativ, waren wir ganz zufrieden damit, der Fuß dann nicht. Es gab hier eine Nekrose, also eine Wundheilungsstörung, die wir dann nochmal angegangen sind, einen kleinen Eingriff. Und damit konnte der Wundverschluss dann erreicht werden und ein Erhalt des Rückfußes. Auch dem Patienten haben Sie die Bilder schon mal gesehen. Synovialsarkom an der Rückseite des Oberschenkels, auch mehrfach voroperiert, mehrfaches Rezidiv. Hier die Frage, was tun, ja, wenn wir uns nach den klassischen Schnittführungen gerichtet hätten, hätten wir deutlich mehr resizieren müssen. Hier ist es so, dass wir einen langen ventralen Lappen gewählt haben, eine onkologische Vorbehandlung, eine sorgfältige Planung und damit möglichst langen transfemoralen Stumpf machen konnten und eine Resektion im sicheren Bereich erreicht haben. Weitere Patientin, Analzellkarzinom mit einem im Endeffekt Strahlenschaden im Bereich der Leiste, bei Metastasierung im Bereich der Leisten-Lymphknoten mit mehrfachen Schäden, Nervenschäden im Bereich des Beines. Da haben wir eben auch gemeinsam uns dazu durchgerungen, eine Hüftexartikulation zu machen bei nicht ganz funktionslosen, aber deutlich funktionseingeschränkten Beinen, bei schlechter Möglichkeit der plastischen Deckung in diesem Bereich, bei Vorbestrahlung. Und nach Berücksichtigung all dieser Aspekte, langen Gesprächen mit der Patientin, gemeinsam waren wir alle da vor Ort mehrfach, haben uns dazu entschlossen, eine Hüftexartikulation zu machen, hier auch gemeinsam in dem Moment mit einem langen dorsalen Lappen. Damit ließ sich der Defekt gut verschließen, eine gute Stumpfbildung konnte erreicht werden und somit auch eine Abheilung in dem Bereich. Ganz wichtig, Patient steht im Mittelpunkt, das funktionelle Ergebnis, die Rehabilitation des Patienten unter Berücksichtigung aller onkologischen Gesichtspunkten, die psychologische Betreuung, die Schmerztherapie sind ganz wichtige Punkte, die wir auch bei individualisierten Amputationstechniken immer mit dabei haben müssen und dann eben als Teil des Ganzen die chirurgische Maßnahme mit Resektion oder Erhalt, je nachdem.
bestmögliche Tumortherapie steht hier in der Mitte, aber das bleibt natürlich auch bei individualisierten Ablationstechniken der Aspekt, der wichtigste für den Patienten ist, die bestmögliche Tumortherapie. Wir haben vorher gehört, Metastasierung ist ein hohes Risiko, Lokalrezidiv, das müssen wir alles mit berücksichtigen, um hier die bestmögliche Tumortherapie anzubieten und dann eben auch unter dem Aspekt der Funktion, ja, optimale Funktion im Alltag, Teilhabeziele stehen dann auch im Mittelpunkt. Es bringt nichts, wenn wir R0 resizieren, aber der Patient im Rollstuhl sitzt und überhaupt nicht mehr zurechtkommt. Das heißt, wir müssen auch die Funktion im Alltag mit berücksichtigen, mit besprechen, was können wir erreichen und hier ehrlich mit unseren, mit den erreichbaren Zielen umgehen. Soweit von meiner Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Fragen gerne jetzt. Vielen Dank, Frank, für deinen Vortrag. Ich habe gerade schon einmal im Chat geschaut, da habe ich noch keine Fragen gesehen. Sind Fragen aus dem Auditorium? Ich hätte eine Frage. Wie sind denn deine Erfahrungen, hast du gezeigt, 5-10%, das heißt der Anteil an den Amputierten eher gering von den Tumorpatienten, dann aber den Löwenanteil in den ganz weit proximalen, sprich Schulter- und Hüftexartikulationen. Wie ist da deine Erfahrung, wie gehen diese Patienten damit um? Wir haben erst ja von dem einen Fall berichtet, die Patientin war froh, einmal Lebenszeitverlängerung und letztendlich auch an eine Prothese angepasst. Wie sind deine weiteren Erfahrungen mit diesen Patienten? Naja, auch das, natürlich sind die führenden Tumorerkrankungen häufig zu proximalen Eingriffen am Bein mit einer Hüftexartikulation schon erhebliche Einschränkung der Mobilität. Hier helfen, sage ich mal, auch Patientenvereinigungen, Vereine, wo Patienten sich finden, um allein solche Dinge zu besprechen, wann macht es denn Sinn, eine Prothese zu tragen. Bei proximalen Amputationen ist es der Fall, dass die Prothese meist nicht den ganzen Tag getragen wird, sondern sich Patienten entscheiden für Anteile, also entweder während der Arbeit oder eben während der Freizeit, je nachdem, was den höheren Benefit dann entsprechend bringt. Und das sind alles Dinge, die können wir nur zum Teil natürlich mitdiskutieren und da Empfehlungen geben. Da gehört es auch dazu, dass erfahrene Techniker, Physiotherapeuten damit dabei sind und eben auch Patienten, die Erfahrung haben und da wertvolle Tipps geben können für den Alltag. Vielen Dank. Dann würde ich gerne überleiten zum nächsten Vortrag in diesem Blog. Gut leben mit Handicap, innovative Prothetik, Orthetik und Rehabilitation. Hier in dieser Klinik, neben der klinischen Versorgung von Amputationspatienten nach Tumor oder auch aufgrund anderer Ursachen, haben wir neben diesem klinischen Schwerpunkt auch den Forschungsschwerpunkt. Im Advanced Rehabilitation Technology Lab versuchen wir zu unterstützen, wo ist der Clinical Need dieser Patienten, wo können wir angreifen, wo können wir weiterentwickeln, um diesen Patienten halt eine sehr gute Lebensqualität zurückzugeben mit ihrem Hilfsmittel. Angefangen möchte ich hier kurz einmal in diesem weiteren Blog und jetzt hakt hier bei mir einmal, ich klicke einmal weiter. Da, okay. Wenn wir über Rehabilitation nach einer Amputation sprechen, da geht es immer um Funktion, es geht aber auch um Integration, ja, und es geht um die Selbstfindung mit dem neuen oder auch dem alten Ich. Ja, hier einmal ein Überblick über Hightech-Prothesen, das wirklich nur ganz kurz angerissen, weil das hier den Rahmen des Vortrags sprengen würde. Hier sehen Sie multiartikulierende Hände, da sind der Werbeslogan diverser Hersteller ist 36 Griffmuster, das heißt, man kann da nahezu alle Funktionen der Hand wiederherstellen. Gesteuert wird das aber noch über Myosignale, die begrenzt sind. Es gibt Bluetooth-Signalrezeptoren, die ja eingebaut sind und das Arbeitsumfeld erkennen. So kann man zum Beispiel mit den beiden oder auch mehreren Muskelsignalen je nach weiteren chirurgischen Interventionen entscheiden, ist jetzt mal hier gerade am Arbeitsplatz und dann stellt sich automatisch der Mausklick-Griffmodus ein. Ja, hier auch möglich mit mechatronischen Ellenbogengelenken bei Ellenbogenverlust. Wir sehen hier einmal die Blades für den Sport, was gleich weiteres Thema des Vortrags sein wird. Wirklich möglich mit Mikroprozessor gesteuerten Knien oder auch hier ganz hohen Ersätzen für das Hüftgelenk. Hugh Kerr, selber betroffener, bilateral beim Klettern letztendlich nach einer Erfrierungsverletzung in die entwickelt hier insbesondere in mechatronischen Sprunggelenken.
weiter in Boston, MIT. Dann haben wir aber auch neben dem Prothesenbein noch letztendlich Extremitätenerhalt, aber Funktionsverlust, die Möglichkeiten, auf Exoskelette zurückzugreifen. Ja? Hier die C-Brace-Orthese, was letztendlich die Intelligenz eines mikroprozessierten Knieprothese, Exoprothese nutzt, um hier letztendlich die funktionseingeschränkte Extremität zu ersetzen oder auch hier bei Nervenschäden in der oberen Extremität. Das ist alles noch etwas klobig, aber da greift er genau unser Labor und auch die Wissenschaft an, um das letztendlich weiterzuentwickeln. Aber auch die Steuerung, das heißt die Integration dieses Hilfsmittels muss adressiert werden und häufig auch halt Begleitschäden oder Symptome, mit denen man konfrontiert wird nach einer solchen Amputation, wie zum Beispiel die Phantomschmerzen. Hier gibt es Therapieeinsätze mit Augmented Reality, was die Weiterentwicklung der Spiegeltherapie ist, wie man spielerisch nicht nur die Prothesenfunktion, sondern auch das Embodiment, das heißt das Einfühlen auf mein Hilfsmittel, die Integration in den Alltag und letztendlich ein Ownership, das heißt die Hilfsmittel ist tatsächlich etwas, was ich selber ansteuern kann, worüber ich die Kontrolle habe, zu verbessern. Ich sprach eben über die Integration dieses Hilfsmittel in meinen Alltag, ja, bedarf nicht nur die Integration in meinen eigenständigen privaten Alltag, in den beruflichen Alltag, in mein soziales Umfeld. Hier gibt es einen Begriff, der sich in den letzten 10 Jahren ganz besonders durchgesetzt hat, Bionik. Bionik setzt sich zusammen aus Biologie und Technik. Das heißt, wie wir durch zusätzliche chirurgische Eingriffe versuchen, die Kommunikation zwischen dem Hilfsmittel und letztendlich dem Menschen zu verbessern, indem man neue Mensch-Maschinen-Schnittstellen schafft. Ja, letztendlich geht es aber hier um das Ich, um den Patienten selber. Und hier möchte ich überleiten und ganz herzlich begrüßen Heinrich Popov. Heinrich Popov, hallo Heinrich, setz mal meine Maske wieder auf, ist nicht nur Betroffener gewesen, hat im Kindesalter aufgrund eines Jugendsarkoms eine Amputation erlitten. Nein, er hat dann sozusagen seine Challenge angenommen und deswegen haben wir auch dieses Cockpit hier im Hintergrund gewählt für unseren Vortrag, um sozusagen durchzustarten. Ist ausgebildeter Orthopädietechnikmeister und das, die Motivation war, um sein Hilfsmittel zu tunen, ja, um letztendlich Grenzen und Limits zu überschreiten. Und jetzt kommt es, ja, ich möchte gar nicht alle Medaillen aufzählen, die er erhalten hat in seiner Laufbahn als paralympischer Athlet, insbesondere dazu erwähnen einmal 2012 London und 2016 jeweils Gold für Weitsprung und Sprint. Vielen Dank, Heinrich, dass du uns heute hier aus deiner Perspektive schildern kannst, was es bedeutet, gut zu leben mit Handicap. Vielen Dank auch von meiner Seite. Ja, kommen wir mal von meiner Seite zu dem heutigen Tag und es ist mir eine ganz besondere Ehre, dass ich hier dabei sein darf und als ich das eben alles mitverfolgen durfte, habe ich mir einfach insgeheim gedacht, puh, was haben da meine Eltern durchgemacht? Ich habe mich in meiner ganzen Erkrankung nie krank gefühlt und ich glaube, das war der Vorteil, dass ich heute das Leben leben darf, was ich auch lebe. Ich habe im Alter von 9 Jahren mein Bein verloren aufgrund einer Krebserkrankung. Und wie wir, glaube ich, alle wissen, dass man in den jungen Jahren größere Probleme hat, als vom Arzt gesagt zu bekommen, dass man krank ist. Da gibt es keinen Unterschied zwischen Kopfschmerzen und Krebs, so vom ersten eigenen Empfinden. Nur der größte Unterschied ist, dass ich dann länger im Krankenhaus sein darf. Das war das größte Problem, das war auch die größte Hürde am Anfang. Und dass ich das dann überwunden habe, habe ich auch gleichzeitig meinen Eltern zu verdanken, aber auch den richtigen Leuten zum richtigen Zeitpunkt. Ich hatte damals nach der Chemotherapie einen sehr, sehr pfiffigen behandelnden Arzt, der gemerkt hat, dass er mit Psychologie oder mit Erklärungen, mit irgendwelchen Bildchen oder Prospekten es nicht schafft, mich auf meine Amputation vorzubereiten. Er braucht jetzt jemanden, der mit mir Tacheles spricht, der mir erzählt, was Sache ist und es gab dann die Situation, dass ich in einem Raum gesessen habe und dieser Raum wurde betreten von einem damaligen paralympischen Sportler, der die erste Person war, die mir meine Fragen direkt beantworten konnte. Ohne Wenn und Aber, er hat mir sofort gesagt, hier, Fahrrad fahren kannst du, das kannst du, das kannst du.
Er hat mir alles beantwortet, hat mir aber was auf dem Weg mitgegeben, was heute mein Leben auch prägt. Er hat mir gesagt, dass alles, was passiert in meinem Leben jetzt in Zukunft mit der Behinderung, mit der Amputation, liegt in meinen eigenen Händen. Ich kann niemanden dafür verantwortlich machen. Es geht darum, es ist eine Entscheidung zu treffen, die ich auch selber treffen muss. Jetzt in den jungen Jahren so Entscheidungen zu treffen, ist sehr schwierig und man will einfach sein Leben leben. Und da haben meine Eltern mir dabei geholfen, dass ich Kind sein durfte, bleiben durfte. Ich habe zwar mein Bein verloren, aber ich habe nie meinen Bewegungsdrang genommen bekommen von meinen Eltern. Die haben mich immer wieder unterstützt, im Sport mich zu verwirklichen und auch im Sport mich zu messen. Und Sport ist für mich heutzutage die beste Medizin, die ich mir vorstellen kann. Und ich habe durch meine Karriere auch erleben dürfen, was der Sport mir an Lebensqualität zurückgegeben hat. Ich glaube, ich würde heute hier nicht stehen mit dieser Lebensfreude, wenn ich nicht die Chance gehabt hätte, über den Sport meine eigenen Erfolge zu feiern. Der Sport macht keine Unterschiede. Wenn da 11 gegen 11 spielen, dann will die eine Mannschaft gewinnen und die andere ist sauer, wenn sie verlieren. Und am Anfang meiner Behinderung war es so, dass ich davon profitiert habe, dass keiner ins Tor gehen wollte und dann geht halt der Amputierte ins Tor. Irgendwann haben wir gemerkt, dass bei jedem Zweikampf, wenn einer auf mich zugelaufen ist, ich die Bälle überlassen bekommen habe, weil alle vor meiner Prothese Angst hatten. Was ich damit sagen will, ist, es gibt auch positive Dinge in der Amputation. Jetzt für mich als Kind war es natürlich toll, wenn ich jeden Zweikampf gewonnen habe, weil alle Angst hatten vor der Prothese. Ich habe da Erfolgserlebnisse mitgefeiert, wurde damit motiviert weiterzumachen. Und das ist auch das, was damals der paralympische Sportler am Krankenbett gesagt hat. Du hast die Entscheidung zu treffen, ob du damit positiv umgehst oder negativ umgehst. Wenn du damit positiv umgehst, dann musst du es immer wieder erklären. Wenn du draußen mit einer kurzen Hose rumläufst und erzählst, dir geht's gut, dann ist erstmal das Bild, was du darstellst, ist ja erstmal eine Behinderung. Das kann ja gar nicht gut sein. Wie, dir geht's gut? Das hat mich genervt. Das hat mich in meiner Pubertät genervt. Das nervt mich auch heutzutage, dass ich mich immer wieder für meine lebensbejahende und lebensfrohe Art erklären muss, was aber jetzt der Sport geschafft hat, dass sich die paralympische Bewegung geschafft hat, dass die Leute da mehr Zugriff zu haben. Berührungsängste werden abgebaut über den Sport. Und beim Thema innovative Prothesen oder auch Rehabilitation, ich hatte das Glück dann, dass ich nach meiner Pubertät auch zum paralympischen Leistungssport gefunden habe. Und die erste Begegnung mit meinem damaligen Trainer war eine faszinierende für mich, weil der ungefähr so ist wie mein Vater. Der hat nie irgendwie von mir verlangt, dass ich was anders mache, sondern er hat zu mir von Anfang an gesagt, ich trainiere keine Menschen mit Behinderung, sondern ich trainiere Leute, die schnell laufen wollen oder weit springen wollen. So, was er dann aus der psychologischen Sicht sehr, sehr gut gemacht hat, damals mit 17 Jahren, pubertierend, der coolste Junge auf der Welt, ich zeige es allen, er hat mich in eine Trainingsgruppe mit Mädels reingesteckt, wo ich dann jeden Tag verloren habe. Und da war wiederum meine Behinderung gar nicht das Problem, sondern er hat mich abgelenkt von meiner Behinderung. Für mich war das große Problem, dass ich jeden Tag gegen Mädels verloren habe. Meine Jungs haben mich angerufen und gesagt, wann können wir mal zum Training? Heute ist nicht so gut, lass das mal. Und irgendwie nach 3 Jahren, als ich das erste Mädel geschlagen habe, durfte ich dann meine Jungs zum Training einladen. Was ich damit sagen will, ist, dass wir ab dem Tag der Amputation, oder ich habe das gespürt und merke das auch mit meinen paralympischen Kollegen oder auch mit Leuten, mit denen ich zusammenarbeite vor der Amputation und nach der Amputation. Mit dem Tag der Amputation geben wir der Amputation zu viel Wertschätzung. Man verliert den kompletten Bewegungsablauf. Ich versuche das immer damit darzustellen, dass es auf einmal, es gibt eine Person, der Heinrich, der hat 2 Beine, 2 Hände. Und mit dem Tag der Amputation gibt es dann den Heinrich, der hier unten rum passiert, dann gibt es den Heinrich, der hier oben rum passiert, im Oberkörper, dann gibt es den Heinrich, der auf der linken Seite ist und der Heinrich, der auf der rechten Seite ist. Und das führt dann dazu, dass man einen Konflikt in der Bewegung hat. Und mein Trainer hat immer wieder gesagt, pass mal auf, für die Bewegung sind alle 4 Gliedmaßen zuständig, 3 sind gesund, 1 ist ungesund. Also 3 gegen 1, wenn wir jetzt im Fußballspiel wieder denken, wer sollte das Spiel gewinnen? Niemals die Behinderung, niemals die Prothese. Und was er damit geschafft hat, ist tatsächlich, dass ich meine Prothese nie als Prothese gesehen habe oder nie als irgendwie mein mechanisches Bein, sondern es war immer ein Teil von mir. Und wenn wir jetzt auf den Punkt innovative Prothesen gehen, die Möglichkeiten sind alle da. Nur die Möglichkeiten auszunutzen, das ist das Schwierige in der heutigen Zeit. Ich vergleiche das immer wieder gerne mit der Formel 1.
Wenn man mir jetzt den Wagen von Lewis Hamilton geben würde, dann glaube ich nicht, dass ich Formel 1 Weltmeister werden würde, weil ich dann die erste, ich würde noch nicht mehr die erste Kurve, glaube ich, kriegen. Und was ich damit auch aufzeigen will, ist, bei aller Liebe und bei allem Respekt zu den innovativen Prothesen, der Mensch, der die Prothese ansteuert, der Mensch, der die Prothese benutzt, muss sie erstmal verstehen, muss sie akzeptieren und dann kann er erst damit Leistungen vollbringen. Ich kann nicht von der Prothese erwarten, dass sie mit mir läuft. Ich bin der, der die Prothese anhat, ich bin der, der die Prothese auch benutzt. Und dieses Erlebnis hatte ich auch während meiner paralympischen Karriere. Als ich angefangen habe, habe ich am Anfang die Vorstellung gehabt, okay, wer ist der Weltrekordhalter? Gucken wir mal ein Bild von links, ein Bild von rechts, ein Bild von vorne, von hinten. Prothese 1:1 nachgebaut. Drunter geschraubt und aus 100 Meter in 15 Sekunden wurden 100 Meter in 18 Sekunden. Mit der Hightech-Prothese vom Feinsten. Alles das beste Zeug, was es auf dem Markt gibt. Der Weltrekordhalter läuft damit. Und ich war auf einmal 3 Sekunden langsamer. Was ist passiert? Ich habe mir die Prothese nicht auf meine Bedürfnisse aufgebaut. Die Prothese war zu schnell. Und jetzt haben wir das Bild, wie wenn wir im Boot sitzen würden. Die linke Seite schlägt schneller als die rechte Seite. Was passiert? Man dreht sich im Kreis. Leider sind die 100 Meter geradeaus und ich musste dann eine Prothese so bauen, die dann auf meine Bedürfnisse gerade in dem Moment gepasst hat. Und das ist das Tolle, dass ich ich bin extrem froh, dass mein Verlauf meiner Krebserkrankung, die Amputation, das lief alles so einfach, weil es die Leute mir einfach gemacht haben, dass ich auch die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt kennengelernt habe. Und wir haben ja hier in der Zusammenarbeit in Göttingen schon ein paar Mal auch miterlebt, was es passiert, einfach nur da zu sein und jemandem die Fragen zu beantworten. Man kann sich dann viel, viel freier auf eine Amputation vorbereiten. Und mir ist es extrem wichtig, dass wenn man über das Thema Amputation spricht, dass es ja nicht irgendwie das Ende ist, sondern ein Neuanfang ist. Und jedes Mal, wenn ich von erwachsenen Menschen gefragt werde, wie soll ich denn damit umgehen? Wenn wir an den Neuanfang denken, dann wissen wir, wo wir alle angefangen haben, im Kindesalter. Und ich bin die Person, die ich heute geworden bin, dank meiner kindlichen Einstellung zu meiner Amputation. Und jedes Mal, wenn ich nach einem Rat gefragt werde, und damit möchte ich auch abschließen, und dann auch, ich hab ein Video mitgebracht zum Thema Sport. Jedes Mal, wenn ich nach einem Rat gefragt werde, dann sage ich immer wieder, versucht das mit Kindesaugen zu sehen. Ihr müsst neu laufen lernen, ihr müsst der Situation offen gegenüberstehen und ihr müsst einfach die Situation akzeptieren und dann geht's. Vielen Dank, Heinrich. Heinrich ist hier bei uns in der Klinik als Peer. Es steht ja Patienten zur Verfügung, einer unserer Peer, um sozusagen genau das zu erfüllen, was damals der Athlet an seinem Bett erfüllt hat, aber nicht nur als Athlet, sondern auch halt einfach als Mensch, ja. Und ganz wichtig ist, und ich hoffe, dass dieses Video Ihnen das genauso zeigen wird, wie es mir das gezeigt hat, die Running Clinics, ein Konzept, was Hannes gleich noch einführend kurz erläutern wird, ja, schafft es über den Sport ein neues Gefühl für den doch schon veränderten Körper für diese Patienten aufzubauen. Vielen Dank, Hannes. Genau, sehr gerne. Die Running Clinics, bevor wir jetzt mit dem Video starten, die Running Clinics ist so ein Wunschtraum von mir gewesen, das, was ich selber erleben durfte und die Dankbarkeit, die ich selber habe gegenüber meinem Leben, dass ich das zurückgeben kann. Und während der Running Clinics finden alle Amputationsarten zusammen. Man hat ein 3-Tages-Event, wo man sich gegenseitig unterstützt, sich gegenseitig dabei hilft, irgendwie Ängste abzubauen. Und da sind Teilnehmer mit unterschiedlichen Motivationen. Aber der Impact der Running Clinic ist ein ganz, ganz großer für den Alltag. Weil während der Running Clinic versuchen wir, eine Bildsprache zu erzeugen. Was heißt es, sich nach vorne zu bewegen? Was heißt es, nach hinten zu gehen, nach links und nach rechts? Für jede Bewegungssituation ein Bild herzustellen und dann jedem individuellen Teilnehmer oder jedem individuellen Ziel eines Teilnehmers auch zu entsprechen. Wir haben Teilnehmer, die sagen, hey, ich will kein Paralympicsportler werden. Und wenn wir über das Thema Sport reden, dann sehe ich die Amputation oder die Behinderung nicht immer nur im Hinblick auf die Paralympics. Prothese tragen im Alltag ist eine Sportart. Und ab dem Tag der Amputation, wenn man eine hohe Lebensqualität haben will, dann muss man Sport treiben, weil sonst schafft man es nicht, die Lebensqualität im Alltag auch so zu erhalten. Und wir haben hier Teilnehmer in der Running Clinic, die sagen, ich will keinen Sport machen, aber ich will auf den Spielplatz gehen können. Und wenn meine Tochter oder mein Sohn Richtung Straße läuft, dann will ich wissen, dass ich da hinterherkomme. Das ist auch ein sportliches Ziel. Und ich habe dann zum Abschluss meiner Karriere, und das will ich auch nochmal erwähnen, nach dem ganzen Sport, nach meinen ganzen Erfolgen im Sport, dürfte ich dann auch mal irgendwann mal ins Tanzen überleiten.
Habe dann bei einer bekannten deutschen Tanzshow teilgenommen. Am Anfang habe ich es selber belächelt, aber da gab es eine Situation, die mich komplettiert hat. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, das zu erwähnen. Mit den ganzen Goldmedaillen dachte ich schon, dass ich mit meiner Behinderung halt auch alles erreichen kann. Was ich beim Tanzen aber festgestellt habe, ist, dass ich seit der Amputation keine Bewegung aus der Emotion mehr gemacht habe. Ich habe immer nur jede Bewegung, die ich gemacht habe, habe ich trainiert, erarbeitet oder ich habe sie mir visuell sicher gestaltet. Ich habe auf den Boden geguckt, okay, den nächsten Schritt kannst du machen, dann machst du den. Beim Tanzen und bei der Musik kannst du das nicht machen. Der Takt kommt und da musst du in den Takt rein, egal ob du... Und das hat mir ein Gefühl gegeben, das ist unglaublich. Und deswegen glaube ich, dass das auch noch eine andere Empfehlung von mir an vielleicht irgendwie Anwender, die vielleicht hier zuschauen, versucht die Prothese in einen Automatismus, in die Bewegung reinzubekommen, dass ihr nicht daran denkt, sondern dass es eins wird mit der kompletten Bewegung. 3-1 und wenn wir am Ende 4-0 schaffen, dann ist eine Behinderung auch keine Behinderung mehr. Dann kann man den Alltag auch genießen. Und jetzt das Video zum Genießen. Dankeschön. Danke. Danke. The Running Clinic is about pushing the limits. We're not holding back. In the Running Clinic, we just start to do exercises together. We create friendships, we help each other, and after 3 days, everyone is happy to run. And the impact of the Running Clinic is not only based on sport. When they go home, next time they face a challenge, they're just like, you know what, I'm doing this. I thought I would never be able to run again properly. And now for me, 3.5 years later, I'm on blades for the first time. And it literally, it feels like I'm flying and it feels like I'm wearing some kind of beast that I'm trying to get the chains loose, but I can't control it yet. But I feel it in my whole body. Every time I'm thinking about it, I'm tearing up. I think it's a very good school because people who was accident come back to running and walking. It's amazing. Ottobock family chosen me. This is really a dream for me to be here with these unbelievable people. I learned too many things from them. To be here is one of the priceless moments in my life. Sharing our experiences is something that is really, really helping me also in coping with my own loss of my legs. This running clinic shows that sports is not about speaking the same language. Sports is about emotion and sports is about passion. Ja, vielen Dank. Die Running Clinics finden immer an unterschiedlichen Standorten statt. Das nächste Mal in Italien. Aber es gibt auch Sportvereine, die solche Camps anbieten, zum Beispiel in Leverkusen, in Hannover, immer mit einer halbjährlichen Regularität. Ja, aber auch viele Sportvereine, Gott sei Dank, bieten viele Inklusionssportarten und Events an, wo Behinderte mit Nichtbehinderten spielen. Hier in Göttingen haben wir ein Tischtennisturnier von Professor Frauke Alves organisiert und das ist immer ein tolles Event und ich lade alle herzlich dazu ein. Wir versenden auch gerne Infomaterialien über die hier dargestellte E-Mail-Adresse oder auch das Telefon, können Sie gerne mit uns in Kontakt treten. Ich möchte gerne überleiten zum abschließenden Sprecher des zweiten Blocks, Professor Jakob. Jens spricht jetzt noch einmal über multimodale Tumortherapie vor- und nach Therapie. Tumortherapie, Amputation, Entschuldigung, jetzt bin ich schon ganz durcheinander. Danke. Ja, vielen Dank. Haben wir eigentlich Fragen gehabt eben noch? Nein, hatten wir noch nicht. Aber ich habe noch eine Frage, ganz zum Praktischen. Die wievielte Prothese passt eigentlich? Oha. was heißt denn passen? Naja, also ich kenne das aus der Gefäßchirurgie, passt man, das sind viel ältere Patienten, die Prothese anpassen, da gibt es am Anfang ja quasi immer mal, ich sag mal, eine
Bio, also eine Stelze, ist so ein Stumpf. Wie lange braucht er eigentlich, bis ein Stumpf mal geformt oder trainiert ist? Das ist leider individuell. Und ich habe tatsächlich je nach, und jetzt bin ich ehrlich, je nach Faulheit des Amputierten, passt die Prothese mal länger und mal nicht so lang. Jedes Mal, wenn ich in der Saison irgendwie zugenommen habe oder wenn ich faul gewesen war, hat die Prothese nicht gepasst. Am Anfang der Amputation ist es auch extrem unterschiedlich. Ich habe eine super saubere Knieexartikulation, die von Anfang an schon, ich war nicht so geschwollen von den Weichteilen. Ich konnte auch sehr, sehr schnell entbelasten, sodass ich auch, ich weiß es nicht mehr, ich war damals 9 Jahre, aber ich weiß nur, dass die ersten Schritte sehr, sehr stark positiv und sehr, sehr gut sind mit der Prothese, aber dann stagniert man. Ich weiß, dass ich im Alter von 14 Jahren riesig Probleme bekommen habe mit dem Stumpf, mit der Wassereinlagerung. Da war ich für 9 Monate tatsächlich außer Gefecht gesetzt. Und da muss man die Ruhe behalten, nicht aufgeben, immer weitermachen. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste, was mit so einer Amputation, für mich persönlich, mit so einer Amputation einhergeht, dass man die Ruhe bewahren muss. Man muss echt an das Positive glauben, man muss echt an die Dinge auch ausprobieren, was passt zu einem individuell. Die Prothese, die ich trage, heißt nicht, dass die an den nächsten Amputierten passt. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Manche sind fix drauf, manche brauchen länger. Ich habe jetzt einen Fall einer Doppeloberschenkel-Amputierten, Knie-Ex-Amputierten nach einem Autounfall. Sie war tatsächlich nach 6 Monaten, war die auf den Prothesen drauf. Aber wir haben mit ihr direkt von Anfang nach der Amputation haben wir mit ihr ein bisschen was Spezielleres gemacht. Ich habe sie ins Wasser geworfen mit einem Aqua-Jogging-Gürtel und da ist sie mit angezogenen Leinen ist sie gegen den Wasserwiderstand gelaufen, sodass als sie die Prothese bekommen hat, hat sie die angezogen und Jenny hat die Videos gesehen. Am nächsten Tag hat sie die Krücken weggeschmissen und konnte das schon benutzen. Das ist individuell und je mehr man dafür arbeitet, desto schneller geht das. Okay. Dankeschön. Danke. Danke. Ja, cool. Ey, ich bin ganz begeistert und so viel muss man jetzt gar nicht mehr sagen insgesamt. Ich komme mal zurück zu den Tumoren, bringe mal 2, 3 Hinweise und versuche mich dann nochmal zu sammeln, da was zu sagen. Nicht so einfach, sehr beeindruckend. Dankeschön. Kriegen wir den nochmal? Wo muss ich anschalten nochmal? Ich bin schon wieder zu dappig. Da. Auf den? Ja. Toll. Toll. Es gibt eine ganz alte randomisierte Studie, um mal wieder zum wissenschaftlichen Standard auch für Amputationen und für die Tumortherapie zu kommen. Zu einer Zeit, als man die meisten Patienten, die Extremitätentumoren, insbesondere distal hatten, amputiert hat. In den 60er, 70er Jahren und wo eigentlich auch noch die für viele Leute gängige Lehrmeinung oder Gerüchtemeinung, nenne ich es mal, da war, dass eine Chemo- oder Strahlentherapie für Sarkome nicht wirkt, ganz unabhängig davon, was für ein Sarkom oder was für ein Tumor das war. Und zu dem Zeitpunkt haben immer Arbeitsgruppen versucht, Extremitäten vorzugehen und haben tatsächlich auch mal eine randomisierte Studie gemacht, Amputation versus multimodale Therapie ist eine ganz berühmte Studie, weil die schon mit 82 veröffentlicht, das heißt, die Planung muss so 75 gewesen sein in der Zeit, da gibt es auch die ersten Veröffentlichungen von Anfang der 70er. Die haben nicht nur das tumorfreie Überleben gemessen, sondern auch die Lebensqualität. Und um das von vornherein zu sagen, das ist ja eine Randomisierung, das heißt, es wird gewürfelt. Man geht in die Klinik, man sagt, ich möchte behandelt werden und die sagen einem, sie können nicht bestimmen, was wir machen. Wir könnten die Chance haben, das Bein dran zu lassen, wenn sie denn wollen. Und dann würfeln wir es aus, welchen Therapiearm sie bekommen, die Amputation oder multimodale Therapie. Zu den Ergebnissen tatsächlich im gesamten tumorfreien Überleben ist beides gleich. Zumindest damals. Und weil das immer noch so diskutiert wird, habe ich immer mal überlegt, ob wir diese Studie wiederholen können, ob wir unsere aufwendigen Therapien, die wir zum Teil machen, bei geeigneten Kandidaten schlichtweg weglassen, die Patienten amputieren, einer guten Prothesenversorgung zuführen oder multimodale Therapie machen. Und das war noch zu Monomer-Zeiten. Und die Ethikkommission in Mannheim bzw. Heidelberg hat gesagt, das darf ich nicht. Die Studie darf ich nicht durchführen, weil neuere Erkenntnisse bestimmt dagegen sprechen.
Eigentlich ganz interessant, also man darf es nicht mehr, diese Studie wird es nie geben, weil wahrscheinlich auch jede andere Ethikkommission das ablehnt, aus gutem Grund, weil natürlich haben wir neue Erkenntnisse. Natürlich machen wir Dinge anders. Dazu muss man wissen, was passiert onkologisch mit Patienten, die amputiert worden sind. Und das sind nochmal Daten, die auch aus diesen zwei großen Studien kamen, aus London und Boston, die ich gezeigt habe. Letztendlich, ja, es gibt Lokalrezidive auch nach einer Amputation. Und das nicht nur, wenn sie einmal, zweimal, dreimal operiert haben und immer dichter dran gehen, sondern auch bei den Patienten, die sie primär amputieren. Ja, auch die können Lokalrezidive haben. Und das Zweite hatte ich vorhin schon mal gezeigt, so ähnlich bei dem Vergleich isolierte Extremitätenperfusion gegenüber Bestrahlung oder Standardtherapie. Ja, natürlich haben diese Patienten auch ein Risiko für eine Metastasierung. Und das ist eben nicht unerheblich bei diesen Patienten. Und deswegen Richtung multimodale Therapie stellt sich die Frage pro Strahlentherapie natürlich immer dar. Die Strahlentherapie machen wir natürlich, weil wir einen knappen Resektionsrand haben. Und wie wir vorhin gesagt haben, der Reservat sagt dann, naja, ich muss planen, woher nehme ich den Hautlappen eigentlich, um den Knochen zu decken. Es geht ja nicht darum, irgendwo hier, dort, hier oder an einer anderen Stelle irgendeinen Knochen abzuschneiden, sondern der muss ja irgendwie gedeckt sein, damit eine Prothese passt, damit man es versorgen kann. Da muss die Haut irgendwo herkommen, die muss entweder von vorne kommen oder aus dem Hautlappen. Und wenn so ein Tumor bis nach hier geht, dann eigentlich geht dieser Tumor noch weiter nach hier oben. Da müssen Sie sich das sehr genau überlegen. Und je knapper Sie sind, und deswegen auch die Frage nach dem, wie ich so einen Stumpf versorgt. Was passiert mit so einem Kniegelenk, wenn Sie das einmal bestrahlt haben, vor einer Amputation oder nach einer Amputation? Wie ist die Weichteildeckung? Wie funktioniert das in 10 Jahren bei einem jungen Patienten? Und deswegen der Abstand zu dem eben pro Strahlentherapie. Eine gute Kniegelenksextraktion ist sicherlich super zu versorgen, weil Sie einen langen Hebel haben. Und da kann es sich mal lohnen, darüber nachzudenken, ob Sie das dann hinterher oder vielleicht vorher bestrahlen vor einer Amputation. Die Chemotherapie, da haben wir vorhin Daten zu gesehen, hängt natürlich in Indikationen davon ab, ob Sie ein Therapieansprechen haben wollen, aber auch, welche anderen Risiken Sie eingehen. Und das hat der Dr. Schuschis eigentlich vorhin schön gezeigt, dass bei geeigneten Patienten mit einem hohen Risiko für Metastasen schon allein da die Chemotherapie ihre Berechtigung hat und deswegen natürlich auch im perioperativen Setting von einer Amputation. Deswegen haben auch viele von diesen Patienten hier entweder eine Chemotherapie oder eine Strahlentherapie im Verlauf ihrer Erkrankung erhalten. Das ist also kein Standalone-Amputation. Zusammenfassend ist eine Amputation auch nur eine Operation und keine Alternative zum multimodalen Therapieansatz und die Indikation muss genauso geprüft werden wie vorher. Damit will ich den Teil eigentlich schließen und wir wollten eigentlich überleiten zum Professor Gründel. Ist ja wieder drin und das würden wir gleich nochmal machen. Ich wollte fragen, gab es noch andere Fragen zur Amputation eigentlich dazu noch? Aus dem Chat gab es jetzt keine Fragen zu dem zweiten Block Amputation, aber wie gesagt, wenn jetzt Betroffene sind, gerne. Wir sind erreichbar per Telefon, per E-Mail, ja, oder auch in der Sprechstunde. Und jetzt sehe ich, ist Professor Gründel uns auch zugeschaltet. Super, ganz vielen Dank. Hallo, können Sie mich hören und sehen? Ja, wir alle hören. Vielen Dank, Professor Gründel, dass Sie uns jetzt per Kamera zugeschaltet sind. Professor Gründel ist Leiter des psychosozialen Dienstes hier in der Universitätsmedizin Göttingen und hilft unseren Patienten auf beiden Therapiewegen, die wir heute besprochen haben, Extremitätenerhalt nach Amputation durch Krisensituationen in ihrem Therapiepfad und Behandlungspfad zu führen. Vielen Dank, Professor Gründel. Ja, hallo, guten Tag. Ich spreche hier zu Ihnen von einem Weiterbildungszentrum zwischen Bregenz und Lindau, da bin ich vorhin hingefahren. Und das ist toll, dass ich diese Möglichkeit habe, aus psychologischer Sicht noch ein paar Worte dazu zu sagen. Allerdings, das Netzwerk unserer österreichischen Freunde hier ist so instabil, dass die mich schon ein paar Mal rausgeschmissen haben. Ich weiß also nicht, wie lange das gut geht. Deswegen würde ich einfach anfangen, meinen Bildschirm freigeben und dann habe ich ein paar Folien vorbereitet. Im Grunde, ich habe ein bisschen mitgehört, was Herr Popov gesagt hat und das ist ja nun wirklich so faszinierend, weil er intuitiv quasi all das richtig macht, was wir versuchen als Psychotherapeuten bei den Patienten zu erreichen. Das ist wirklich beeindruckend.
Die Anwendung, stopp, jetzt. So, jetzt sehen Sie das, oder? Okay. Ich habe zwei allgemeine Bemerkungen und ein paar Spiegelstriche, wo es darum geht, ab welchen oder bei welchen, bei Vorliegen welcher Symptome oder Merkmale Sie daran denken sollten, als Behandler einen Patienten oder eine Patientin zum Therapeuten oder zum Psychologen zu überweisen. Die beiden allgemeinen Bemerkungen beziehen sich auf das auf die Gesamtsituation. Die wird zum einen dadurch gekennzeichnet, dass so eine lebensbedrohliche Erkrankung wie eine onkologische Erkrankung und der Verlust eines Körperteils ist eigentlich schlicht eine Ungeheuerlichkeit, die man kaum richtig ermessen kann. Also das ist eine narzisstische Kränkung, da geht ein Teil von einem verloren, das ist einfach schlimm. Und die andere Seite, und das stimmt auch, und zwar gleichzeitig, ist es eine Erfahrung von uns in der Psychoonkologie, dass die allermeisten Menschen eine beeindruckende Fähigkeit haben, sich auch wieder anzupassen an eine veränderte Situation. Also wenn ich so eine Erfahrung nach 25 Jahren Psychoonkologie sagen sollte, worauf sich es verdichtet, dann würde ich tatsächlich sagen, die menschliche Fähigkeit, sich zu restabilisieren auf einem anderen Funktionsniveau, ist absolut beeindruckend. Und wir als Behandler und vor allen Dingen Sie als Ärztinnen und Ärzte können diese Fähigkeit super unterstützen. Und das klingt so banal, wenn ich jetzt sage, wenn Sie respektvoll und zugewandt und aufmerksam mit denen umgehen. Es ist aber gar nicht banal, weil wir tatsächlich wissen und auch nachweisen können, dass die Bewältigungsfähigkeit unserer Patienten systematisch unterstützt wird, wenn sie eine gute Beziehung, also Sie als Ärztinnen und Ärzte, eine gute Beziehung zu den Patienten aufbauen. Das ist elementar dafür, sich an so eine neue Situation anzupassen. Zweite allgemeine Bemerkung, die übersteigt schon fast das Gebiet der Psychologie. Wir Menschen meinen häufig, dass wir uns irgendwie fühlen oder irgendwas tun auf der Grundlage von Tatsachen. Ich glaube, man kann eher belegen, dass wir nicht fühlen oder handeln auf der Grundlage von Tatsachen, sondern auf der Grundlage von Bedeutungen, die wir diesen Tatsachen zuweisen. Und wenn man so will, kann man dieses ganze Handwerk, was ich betreibe, oder ist eigentlich kein Handwerk, sondern mehr ein Mundwerk, der Psychotherapie so zusammenfassen, dass wir im Grunde diese Bedeutungszuweisungen versuchen so zu moderieren, dass sie für den Patienten zuträglicher sind. Also dysfunktionale Bedeutungszuweisungen geringer zu machen und funktionale Bedeutungszuweisungen zu stärken. Das ist im Grunde das, was wir tun. Und bei Amputationen auf der Grundlage einer onkologischen Erkrankung oder als Folge einer onkologischen Erkrankung versetzt uns da gewissermaßen in eine relativ günstige Position. Ich hatte vor einigen Wochen einen Patienten, der hat gesagt, ach wissen Sie, ich glaube, ich kann das schon ganz gut ertragen, weil ich sehe diese Amputation als ein notwendiges Übel, was es mir sozusagen erkauft, mein Leben irgendwie ganz gut weiterzuführen. Ja? Also wenn diese drohende Amputation als lebensrettende Maßnahme konnotiert wird und, zweiter Punkt, wenn man sich darauf vorbereiten kann, wenn man sich gedanklich darauf einstellen kann, nicht wie ein Unfallopfer, was irgendwie aufwacht und dann plötzlich ist was ab, sondern bei unseren Patienten wissen die ja, was auf sie zukommt und können sich, wie gesagt, darauf einstellen. Das ist ein erheblicher Vorteil. So, jetzt kommen ein paar Punkte, wo Sie als Behandler vielleicht einfach aufmerksam werden könnten und sagen, oh, dieser Patient oder diese Patientin wäre vielleicht etwas, um sie dem Psychotherapeuten vorzustellen oder eine psychosoziale Hilfe in Anspruch zu nehmen. Der erste Punkt,
Wir wissen aus der Psychoonkologie, im Grunde erfahren wir das jeden Tag, dass Menschen, die einen guten sozialen Background haben, die andere haben, die sie stützen, die auch andere im Leben haben, für die sie etwas wert sind und die ihnen etwas wert sind, dass die in der Regel solche Lebenssituationen besser meistern können. Wenn wir bei einem Patienten, den wir transplantieren zum Beispiel, das Gefühl haben, der hat eigentlich keinen sozialen Background, dann achten wir einfach ganz anders darauf, welche Unterstützung müssen wir ihm flankierend anbieten. Also mangelnde Unterstützung wäre so ein Warnsignal, was angehen könnte, um einen Patienten zu überweisen. Das Zweite betrifft psychische Vorerkrankungen. Es gibt gar nicht so wenig Patienten, oder sagen wir allgemeiner, es gibt gar nicht so wenig von uns Menschen, die wir auch ohne Patient zu sein so durch die Welt laufen. Wir kriegen das einigermaßen geregelt. Wir kriegen unsere schwierigen Anteile, unsere kleinen Macken und unsere kleinen Neurosen einigermaßen kompensiert, so dass wir so ganz normal durchs Leben gehen. Wenn dann aber etwas passiert, was unser Bewältigungssystem über die Maßen herausfordert, wie zum Beispiel eine onkologische Erkrankung, wie zum Beispiel eine Amputation, dann kann es sein, dass dieses filigrane System von Balanciererei plötzlich zusammenbricht. Also jemand, der sozusagen sowieso schon relativ wenig Grund unter den Füßen hat, bei dem muss man aufpassen, wenn ein solcher Stressor wie eine Amputation noch dazukommt. Das ist ein Punkt, den Herr Popov ja ganz wirklich bewundernswert verkörpert hat, nämlich die Akzeptanz der Amputation als Maßnahme und die Akzeptanz später der Prothese. Wenn das gelingt, muss man sich wenig Sorgen machen. Aber bei Patienten, die so Bemerkungen machen wie, ach, dann bin ich ja ein Krüppel und ach, das ist ja, da werde ich mich nie dran gewöhnen. Bei diesen Patienten sollten auch die Warnsignale angehen und wir sollten daran denken, vielleicht braucht er eine andere oder noch ein bisschen mehr Unterstützung. Gleiches gilt für einen, ja, kann man das Charakterzug nennen, Pessimismus. Es gibt auch Zweckpessimisten, die kommen super durchs Leben mit ihrem Zweckpessimismus. Aber was ich hier meine, sind Menschen, bei denen sozusagen chronisch das Glas halb leer ist. Wenn die immer wieder solche düsteren, pessimistischen Bemerkungen machen, während sie in Behandlung haben, dann wäre es vielleicht auch ganz gut zu gucken, ob nicht jemand diese Bedeutungszuweisung in Richtung Glas ist manchmal doch halb voll verändern könnte. Die Introvertiertheit, und da muss ich dazu sagen, diese ganzen Punkte hier für sich genommen, sind keinesfalls, haben keinen Krankheitswert. Also wer introvertiert ist, ist häufig ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Aber auf der anderen Seite wissen wir nicht ganz genau, was in ihm vorgeht. Ja? Bei Extrovertierten, die machen auch aus ihrer Belastung keinen Hehl. Die sagen, wie es ihnen geht. Bei Introvertierten erfahren wir das nicht so schnell. Und deswegen lohnt es sich, bei solchen zurückgezogenen Patientinnen und Patienten noch mal ein bisschen näher nachzufragen und sie dann eben vielleicht auch zu fragen, ob ihnen damit geholfen wäre, psychosoziale Hilfe in Anspruch zu nehmen. Der sekundäre Krankheitsgewinn ist ein weiterer Faktor, wo wir hellhörig werden sollten. Bei onkologischen Patienten trifft nicht das zu, was häufig bei Unfallopfern zutrifft, nämlich dass die in juristischen Auseinandersetzungen noch sind um Schadenersatz und ähnliche Dinge und es denen sozusagen gar nicht gut gehen darf, bevor sie nicht den Prozess gewonnen haben. Bei unseren onkologischen Patienten ist es eher so, dass es manchmal ein gutes Gefühl ist, wenn man plötzlich umsorgt wird. Also wenn plötzlich die Leute sich kümmern um einen und man vielleicht eine Art von Zuwendung bekommt, die man ansonsten biografisch noch nicht so sehr genießen konnte. Wenn das der Fall ist, dann sprechen wir von sekundärem Krankheitsgewinn. Ich erinnere mich, wir haben vor 2 Wochen einen Patienten auf Station gehabt. Da wunderten wir uns, dass der eigentlich gar nicht entlassen werden will.
Und da hat sich eben herausgestellt, dass er die Erfahrung gemacht hat, dass unsere ganz normale Behandlung, dass die Schwestern und die Ärzte mit ihm ganz normal freundlich umgegangen sind, für ihn etwas Außergewöhnliches und sehr Neues ist. Und er darauf nicht so gerne verzichten wollte. Also wenn jemand zu viel hat von diesem Krankheitsgewinn, auch dann kann das ein Hindernis darstellen, diese Akzeptanz zu erreichen, die wir eigentlich gerne möchten. Und ich glaube, das ist der vorletzte Punkt, ein passiver Problemlösestil. Wir unterscheiden in der Sozialpsychologie Leute, die haben eine internale und die anderen haben eine externe Kontrollüberzeugung, so nennt man das. Bei der internalen Kontrollüberzeugung, da habe ich das Gefühl, ich drehe selber sozusagen an den Stellschrauben, die wichtig sind. Also ich bin eigentlich meines Glückes Schmied und ich kann es selber beeinflussen. Bei so einem passiven Problemlösestil habe ich immer das Gefühl, eigentlich kommt es auf die anderen an, ich selber kann überhaupt nichts tun und bin angewiesen darauf, das, was die anderen machen, dass das schon okay ist. Bei so einem passiven Problemlösestil wird die Akzeptanz tatsächlich auch erschwert. Und der letzte Punkt ist, und da kann Herr Popov wahrscheinlich auch wieder zustimmen, wenn wir die Patienten überhaupt nicht reizen können, sich durch Bewegung dazu zu einer Akzeptanz zu kommen, dann, also wenn es so Couch-Potatoes sind, die man in keiner Weise irgendwie kriegen kann mit der Freude am Sport, dann ist das auch ein Faktor, der mittel- und langfristig die Akzeptanz einer solchen Lebenssituation erschwert. Also bei Vorliegen dieser Merkmale, und zwar kumulativ, ja, also eins oder zwei macht, glaube ich, nichts, aber wenn Sie merken, da kommt eine ganze Menge zusammen, dann wäre es, glaube ich, ganz gut, an eine psychosoziale Unterstützung zu denken. Gut, jetzt würde ich das wieder beenden, die Freigabe. Bin ich noch online? Hören Sie mich noch? Sie sind noch online. Ich hoffe, das funktioniert jetzt mit dem Ton, wo wir beide sprechen. Ja, okay, gut. Es gibt keine Rückkopplung. Vielen Dank, Professor Gründel, für Ihren Vortrag. Haben wir Fragen aus dem Auditorium oder aus dem Chat? Professor Gründel, ich fand einen Aspekt Ihres Vortrags ganz besonders interessant, und das ist die Vorbereitung auf eine Amputation. Also sowohl auf Kongressen oder auch im Diskurs mit chirurgischen oder nicht chirurgischen Kollegen ist die Amputation immer noch, allein schon das Wort Amputation, das Abtrennen einer Gliedmaße, wie es im Lexikon erklärt ist, ist von einem ein Wort, um das man drumherum schafft. Oh ja. Haben Sie gemacht, das ist den Patienten ganz besonders einfach, um dann Identifikationspotenzial zu bilden, die Extremität. Die Unabhängigkeit der Selbstversorgung bedroht ist. Ich habe offen gestanden ungefähr 30% mitgekriegt von dem, was Sie gesagt haben. Nochmal, Sie haben gesagt, dass Aspekt wichtig ist. Ja. Dass man diesen Patienten auf eine mögliche Amputation vorbereitet. Ja. Ja. Können Sie diesen Punkt noch etwas weiter ausführen? Denken Sie, dass solche Peer-Konzepte, wie wir eben schon einmal kurz darauf eingegangen sind, mit Betroffenen wie dem Heinrich Popov oder auch aus dem Umfeld dort auch ganz besonderen Stellenwert erreichen sollten in der Vorbereitung auf einen solchen Schritt? Ja, unbedingt. Also das ist eine tolle Geschichte. Ich hatte schon das Gefühl, man müsste so jemanden wie Herrn Popov eigentlich klonen und als Coach jedem Patienten irgendwie an die Seite stellen. Das wäre klasse. Allerdings müssen wir noch einen anderen Aspekt berücksichtigen. Wir haben ganz viele unterschiedliche Patienten, die unterschiedliche Ansprache benötigen sozusagen. Es gibt Patienten, deren Kontrollbedürfnis können wir decken und deren Gefühl von Sicherheit können wir erhöhen, indem wir ganz viel erzählen, was mit ihnen passiert. Ja, indem die Ärzte ganz viel erklären und sagen, du kriegst jetzt dieses Medikament, weil das soll das machen. Wir machen bei deiner Amputation Folgendes und malen das dann auf. Und bei vielen Patienten erhöht das das Gefühl,
dass sie sozusagen im Kopf mitkommen, dass sie das nachvollziehen können, was passiert, und das reduziert die Angst. Es gibt allerdings auch Patienten, und das sind gar nicht so wenig, die werden überfordert durch diese Art der Informationsvermittlung. Und mein Plädoyer wäre dann immer, dass wir vorher, wir als Behandler, uns versuchen, ein Bild zu machen, wie viele Informationen braucht dieser Patient. Weil die meisten Patienten können sich ganz gut einschätzen auf so einer Skala, ich brauche viel oder ich brauche wenig. Die, die wenig brauchen, sagen, wenn Sie mir zu viel erzählen, Sie Ärztin, dann werde ich dadurch nur irgendwie durcheinander im Kopf, dann macht mich so wuschig. Ich brauche nur so die ganz groben Linien und alles andere muss ich nicht wissen. Also mein Plädoyer wäre prinzipiell, Informationen sind gut, aber angepasst an das Informationsbedürfnis des jeweiligen Patienten. Ich höre gar nichts, ich höre gar nichts. Ja, jetzt höre ich Sie wieder. Wir bedanken uns aus Göttingen für Ihren Beitrag und möchten uns auch wünschen noch ganz viel Spaß in Österreich und möchten uns auch an dieser Stelle bedanken bei allen Rednern des heutigen Sarko-Symposiums. Ich übergebe das Wort einmal abschließend an Professor Jakob. Wollt ihr es wieder auf? Ja. Also eigentlich, ja, allen vielen Dank. Also uns hat, glaube ich, viel Spaß gemacht. Ja. Wichtig ist, wir stellen das, Frau Sasse, wir schaffen das online, oder? Wir schicken ja auch nochmal, glaube ich, den Link an alle, die die Einladung bekommen haben, dass man die Videos nochmal sehen kann, inklusive der Fragen und allem, was drum und dran gehört. Wir lassen den Chat noch einen Moment offen für alle, die noch Chatfragen stellen wollen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn weitere Fragen bestehen, gibt es eine E-Mail, also neben unseren E-Mail, die Sie im Internet finden, gibt es eine andere E-Mail, an die Sie es schreiben können, zentrum.sarkome, und dann kommt der ganze med.uni-göttingen-klimbim hinten dran. Und das Dritte ist, für alle Ärzte nochmal die Erinnerung, wenn Sie sich anmelden, teilgenommen haben und eine E-Mail schreiben, in dem Fall geht es an die Petra Schnöll, sozusagen chirurgie.eventmed.uni-göttingen.de, Namen, IFN-Nummer, dann bekommen Sie auch das Teilnahmezertifikat. Ich darf im Weiteren alle einladen zu den weiteren Symposien, die vom CCC veranstaltet werden, als der wäre zum Beispiel eins von der Hämatologie-Onkologie über CAR-T-Cell-Therapien. Das ist bereits nächste Woche. Der 15. ist auch mit. Nee, ist Dienstag. Dienstag, Verzeihung, jetzt habe ich also ist nächsten Dienstag um 13 Uhr, ebenfalls unter der Adresse, die Sie heute gewählt haben. Also alle diese Veranstaltungen, die als Webinare sind, laufen quasi immer über einen Online-Kanal, den man sich dann merken kann. Da gibt es ein Wintersymposium seltene Tumorerkrankungen. Da geht es also zum Beispiel aus dem Gastrointestinaltrakt, aus der Urologie, aus anderen Fächern auch mal zusammenzutragen, eben in seltenen Therapiesituationen, wie wir multimodal oder auch interdisziplinär zur Diagnose und Therapie zu kommen. Das ist ebenfalls an dem Mittwoch, 28. Oktober, und wir werden im Dezember nochmal ein GIST-Symposium machen, dann im Zusammenhang zum Beispiel mit der Silke Cameron und Hofer-Schmünden, die lange hier gearbeitet hat, also mit den Gastroenterologen, Onkologen und sehr wahrscheinlich auch mit Externen. Das hat ja eigentlich sehr schön geklappt mit Herrn Professor Gründe, sodass ich zuversichtlich bin, dass wir das gemeinsam sehr gut hinbekommen. Und wir dürfen uns verabschieden. Ja. Allen vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.